Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen 35. Folge der Reihe Was sagt die Bibel über reale Verschwörungen? Das Kennedy-Ritual Teil 6 mit dem Titel Salomonische Zufälle. Und wie inzwischen immer begrüße ich jetzt hier am Mikrofon den Jörg und die Stefanie. Guten Abend. Na, ich lasse der Stefanie doch mal gerne den Vortritt heute Abend. Dankeschön. Und hallo auch an Michael und Jörg und alle Zuhörer und Zuschauer. Freue ich mich sehr, dass ich heute dabei sein darf wieder. Und da der Jörg letztes Mal gesagt hat, dass er die Psalme sehr schön findet, habe ich für heute als Einleitung mal eine kleine Passage aus dem Psalm 85 rausgesucht, wenn der Michael das nebenher mal aufmachen möchte. Ja, du solltest auch zugeben, dass du Hilfe hast. Psalm 85 ist ein sehr schöner Psalm, weil ich habe da eine Stunde Musik über jemanden, der König James Lieder singt. Und da ist auch eins aus Psalm 85 draus. Also das ist eine sehr gute Wahl. Dankeschön. Ich hoffe, ich habe vielleicht sogar die, die du so schön findest. Ich habe mir nämlich 11 und 12 heute mal rausgesucht. Und ja, wenn du diesen Text hier ab Vers 2, wenn du das in Englisch siehst, da habe ich ein sehr schönes Lied für. Das kann ich dir ja mal schicken nach der Sendung. Kannst du das mal anhören. Da kommen dir sowieso die Tränen. Ja, sehr gerne. Ich bin zwar nicht so gut in Englisch, aber so ein bisschen verstehe ich dann doch noch. Und bevor ich jetzt mal vorlese, gebe ich zu, ja, ich habe hier einen, der mir alles vorsagt, weil ich selbst nicht so schlau bin. Hallo Sebastian. Hallo Michael. Siehst du, jetzt haben wir also alle zusammen hier. Die Sendung, die wächst und wächst und sprießt und gedeiht. Ja, so soll es ja auch sein. Gut, ich lese jetzt einfach mal vor. Vers 11. Gnade und Wahrheit sind einander begegnet. Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst. Die Wahrheit wird aus der Erde sprossen und Gerechtigkeit vom Himmel herabschauen. Bin dabei. So, das waren die. Die fand ich wunderschön und die wollte ich heute gerne mal zur Einleitung zum Besten geben. Dann wollen wir hoffen, dass wir viel Wahrheit heute in dieser Sendung herausfinden. Und dafür begrüße ich natürlich jetzt auch speziell den Jörg. Moin, moin. Ja, danke schön. Dieser Psalm 85 ist wirklich sehr, sehr schön. Ich kenne den Text. Ich kann den Text im Englischen mitsingen, ich kenne ihn aber nicht auswendig. Aber sobald sie den Mund aufmacht und was singt, singe ich das auch mit. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Vielleicht hat Michael ja Lust, dieses Mal am Ende dieses Videos mit einzubauen, das Lied. Das würde ja vielleicht passen zum Ende dieser Sendung. Aber wir sind ja erst ganz am Anfang. Wir müssen ja erst noch lernen, was Michael in der ganzen Woche und den letzten Monaten überhaupt zusammengetragen hat zu diesem Thema. Ich lerne heute Abend wieder mal, dass ich noch gar nichts weiß. Und bin deswegen gerne aufnahmebereit für deine Untersuchung, Michael. Herzlichen Dank, dass du dir die Mühe machst und danke, dass wir dabei sein dürfen. Ja, und dann sende einfach dann nachher diesen Psalm als Lied und dann werde ich den dahinter dann reinspielen. Jetzt kommen wir zu den salomonischen Zufällen sozusagen oder zu Zufällen, die es ja gar nicht gibt, weil letzten Endes ja es einen großen Gott gibt, der allmächtig ist und natürlich auch ganz genau weiß, was immer so läuft. Und deswegen wollte ich mal alle Zuschauer ermuntern, selber eigene Recherchen anzustellen und selber mal anfangen zu denken und nämlich eben nicht nachzudenken, sondern einfach mal vorzudenken oder halt selber zu denken. Einfach mal sich über gewisse Dinge in der Welt passieren, dann auch mal Gedanken zu machen. Denn das, was gewisse Regierungen nicht wollen, ist, dass Bürger logisch denken. Die ganzen Maßnahmen funktionieren nur, wenn die Deutschen das logische Denken sein lassen. Das ist nicht nur auf die Deutschen beschränkt. Also zu Deutsch, meine Übersetzung, Politik funktioniert nicht, wenn Bürger logisch denken. Tja, so ist das. Und so geht es auch anderen Menschen. Denn wenn angeblich ein Herr Oswald nach Kunstschützenmanier mal eben den Präsidenten erschießt und danach völlig ruhig in die Kantine seines Betriebes geht und sich doch mit Cola und Donut stärkt, wobei natürlich die Tatwaffe und die Patronenhülsen am Tatort zurücklässt, wie so bei Präsidentenmördern üblich. Dass er in Polizeigewahrsam kurz vor seiner Ermordung noch ruft, ich bin nur ein Sündenbock, ist sicher nur die nichtssagende typische Aussage von Präsidentenmördern. Und dass für ihn ein Mörder zur Stelle ist und sein Mörder die Gelegenheit bekommt, ihn in Polizeigewahrsam zu ermorden, ja, das kann eben alles mal vorkommen. Da später der Bruder Robert Kennedy auch noch ermordet wurde, als er für die Präsidentschaft kandidierte, ist sicherlich auch nur ein Zufall. Amerika ist eben ein gefährliches Land. Das ist Satire. Deswegen gilt nach wie vor, wie im Mittelalter als auch jetzt, halt du sie dumm, ich halt sie arm. Und ihr könnt euch jetzt aussuchen, wer was spricht oder wer wofür zuständig ist. Aber ich denke, bei dem Thema Steuern,
weiß ich nicht. Und wer hier die Hosen anhat, sozusagen, das seht ihr auf dem Bild auch. Und das ist zum Glück mal nicht der deutsche Bundeskanzler, wobei der am keinen Deut besser ist. Und deswegen werden wir von vorne bis hinten nur veräppelt. Ich habe mal vor 2 Jahren in Deutsch und Englisch eine Folge gemacht über Phil Collins, über sein Anbetungslied für Satan In the Air Tonight, wo er davon berichtet eigentlich, wie er im Dialog mit Satan steht. Das könnt ihr euch ja dann mal angucken. War ein sehr, sehr interessantes, über 2 Stunden langes Video. Aus der Miami Vice Pilot-Episode, die eben hieß Brother's Keeper. Brother's Keeper bezieht sich auf die Bibel, und zwar Genesis 4,9, als nämlich dann Kain den Abel erschlagen hat. Und als Gott den Abel gefragt hat, wo ist denn dein Bruder, da hat Kain einfach geantwortet, ich weiß es nicht, was natürlich eine Lüge war, bin ich der Hüter meines Bruders? Und ich habe mich damals auf diesen Vers bezogen. Heute habe ich dazugelernt, weil ich mich mit der Freimaurerei beschäftigt habe und festgestellt, dass der Titel Brother's Keeper auch noch der 31. Grad der Freimaurerei in der Northern Jurisdiction, also in einigen Nordländern, auch noch ist. So lernt man jedes Mal dazu, wenn man Recherche macht. Das heißt, eine gewisse Aussage oder eine gewisse Titel hat mehrere Bedeutungen. Das macht nämlich genau Recherche so unglaublich kompliziert. Deswegen haben nämlich Menschen, die sich ineinander berieseln lassen vom Fernseher, normalerweise überhaupt gar keine Lust, Recherche anzustellen, weil die unglaublich zeitintensiv ist und man muss auch ganz, ganz konzentriert bei sein. Aber hier, wenn man sich den ganzen Müll anguckt, der heutzutage, zumindest im Jahre 2019, auf die Menschen losgelassen worden ist. Das ist nämlich alles satanischer Müll. Ich meine, meist geguckteste Sendung, Lucifer ist ganz klar, alter Titel von Satan. Dann haben wir die komischen Dinge, dann haben wir 13 Gründe, warum. Dann haben wir Orange ist das neue Schwarz. Orange ist übrigens die Farbe des Feuers und Orange ist auch die Farbe der Sonne und Orange ist letzten Endes die Farbe der Freimaurerei im hohen Grad. Dann haben wir die Sexerziehung, dann haben wir die Elite, dann haben wir die unglaublichen Abenteuer von Sabrina, die eine Hexe ist. Dann haben wir den schwarzen Spiegel, Dunkelheit, wir haben den Quäler, wir haben Liebe, Tod und Roboter, also das ist der Müll, der auf unsere Jugend losgelassen wird. Und glaubt mal, dass die Menschen, die sich sowas hier antun, keine Lust und keine Zeit und auch gar keinen Kopf haben für eine Kennedy-Lesung. Weiter geht's im Text. Das Problem ist, dass heutzutage alles, aber wirklich alles manipulierbar ist. Was damals schon zu Kennedys Zeiten ganz harmlos angefangen hat, haben wir heutzutage in HD. Beispielsweise hier aus dem Post, den ich heute gesehen habe. Du kannst also nicht entscheiden, was Fiktion ist und was Realität ist. Das ist ganz aktuell aus dem Ukraine-Krieg. Zumindest von der Website. Also egal, wer es jetzt hier gefälscht hat, aber ihr seht doch mal, so kann man Stimmung erzeugen und so kann man letzten Endes alles umdrehen. So kann man also auch Menschen in einem gewissen Licht erscheinen lassen. Deswegen sage ich mal, wir werden irgendwann später digital gekreuzigt werden, dass man uns irgendetwas untergeschoben hat oder uns irgendwo da reinkopiert und deswegen dann plötzlich Menschen sagen, guck mal, das sind ganz, ganz, ganz schlimme Menschen, diese ganzen Christen. Ja, ihr seht, was heutzutage möglich ist. Und ich glaube, dass das, was jetzt hier gerade gemacht worden ist, schon ein ganz, ganz ausgefuchster 15-Jähriger schaffen könnte auf seinem High-End-Computer oder wie auch immer, wenn er sich entsprechend Zeit und Mühe gibt und die entsprechenden Programme hat. Wir können noch nicht mal Bildmaterial vertrauen. Das, was wir letzten Endes haben, ist die Bibel. Und das, was wir letzten Endes an Wahrheit haben, ist, dass wir unserem logischen Denken, unserem gesunden Menschenverstand, deswegen ist Gesundheit auch so wichtig, unseren gesunden Menschenverstand bitte irgendwo dann bemühen. Um halt wirklich zu sagen, wir können eigentlich Fernsehbildern und Reportagen und auch sogar Zeugenaussagen nicht vertrauen. Und das wird heutzutage hier Thema der Sendung sein. Kurze Wiederholung. Ich habe in der letzten Sendung gesagt, die ja Jörg so nett fand, wobei ich ja eigentlich hoffe, wir können dieses Niveau mindestens beibehalten, wenn nicht bald auch vehement steigern werden. Diese freimaurerische Allegorie, die da jetzt zu Pass kam bei der Ermordung von Kennedy, denn es war ein Ritual in einem Freimaurertempel, die geht letzten Endes so, dass eben dieser Baumeister, dieser angebliche Baumeister, der nie gelebt hat, Hiram Abiff, eine Legende, von 3 Gesellen ermordet worden ist. 3. Und deswegen musste der Herr Oswald, egal welche Kommission ihr da glaubt, eben genau diese 3 Schüsse abgeben, die ja dann auch in dem Museum, in den Tempel der Musen in Dallas im Sixth Floor Museum dann noch ausgestellt ist, damit auch jeder wirklich begreift, so kann es nur gewesen sein. Das ist offizielle Doktrin. Das ist nicht Wissensstand, das ist Doktrin. Bis heute ist nur konkludiert, aber nicht wissenschaftlich oder zweifelsfrei festgestellt, dass der Mann dann wirklich geschossen hat. Abgesehen davon, dass da genug Sachen dagegen sprechen, beispielsweise fehlende
Spuren in seinem Gewicht, Sicht und so weiter. Deswegen müssen alle Menschen total indoktriniert werden. Und zwar die Dame, die jetzt hier gerade hier vermummt auftritt, die ist sogar mehrfach indoktriniert. Die ist zum einen indoktriniert durch das Texas Schoolbook Depositorium und zum zweiten medizinisch indoktriniert. Aber die Schlussfolgerung, glaube ich, die kann ich jedem anderen auch zutrauen, der diese Serie jetzt hier kennt. Denn die Warren Commission hat ja hier konkludiert und auch Konsensus, also die haben gesagt, übereinstimmend haben wir festgestellt, dass es eben logischerweise drei Schüsse sein müssen. Das ist jetzt nur Wiederholung der letzten Sendung, ne? Eins, zwei und drei. Nicht oder, sondern und. Und die Grundvoraussetzung ist nicht nur drei Schüsse, sondern die Grundvoraussetzung ist, dass eben genau das Opfer, also der angebliche Architekt Hiram Aviv, hier in der Rolle John F. Kennedy, in der Rolle seines Lebens, die letzte Rolle, die er dann also da spielen musste, der wird eben innerhalb des Tempelbezirkes, innerhalb des Tempels ermordet durch drei Rumtreiber, die dann angeblich irgendwann mal identifiziert worden sind. Und da genau da gehen wir bald drauf rein. Beziehungsweise wir fallen nicht drauf rein, aber wir gehen da bald rein. Und zwar genau jetzt ist die Fortsetzung der letzten Sendung. Es gibt tausend mögliche Menschen, die also jetzt plötzlich behaupten, das ist der Herr Harrelson, das ist der Herr sowieso, das ist der Herr Howard Hunt und so weiter und so fort. Und ganz viele Leute fallen damit wirklich reihenweise auf die Nase. Und man hat dann immer irgendwelche anderen Dinge, die aber letzten Endes dann jetzt irgendwie dann auch nicht dann irgendwo passen. Und im Endeffekt ist das auch gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass diese Menschen halt Teil eines Rituales sind. Genau wie jetzt beispielsweise der Herr Lee Harvey Oswald, der angebliche Schütze, jetzt auch hier Pamphlete in New Orleans aushändigt, da, wo er ein paar Monate vorher, bevor er nach Texas Dallas gezogen ist und bevor er dann im Texas Schoolbook Depositorium 6 Wochen vor dem Anschlag angefangen hat, dann eben in einer gewissen Community gewesen ist. Und er ist auch noch dooferweise, zumindest für uns glücklicherweise, auch noch mit entsprechenden Unterweltgrößen, CIA-Menschen und so weiter da unterwegs gewesen. Aber das kommt alles in der Lesung über Lee Harvey Oswald. Worauf ich jetzt drauf anspiele ist, es gibt keine Zufälle. Und wenn ihr wirklich glaubt, es sind Zufälle, dann fangen die Zufälle jetzt gleich an. Und dann könnt ihr euch von Stefanie und Sebastian erzählen lassen, welche große Chance auf Zufälle besteht, wenn wir heute die ganzen Zufälle in dem Attentat an Kennedy und die Fortführung des Rituales jetzt hier uns daran abarbeiten. Also, der Anschlag hat stattgefunden, logischerweise im November 1963. Im Oktober 1991 hat ein gewisser Herr Holt dann eben ausgesagt und so weiter, wer diese Menschen denn dann da wirklich gewesen wären, die dann da quasi von der Polizei aufgegriffen worden sind in einem Eisenbahnwaggon. Klar, wenn man den amerikanischen Präsidenten auflauert hinter einem Grashügel und dann mit Gewehren darum hantiert unter Umständen möglicherweise, dann setzt man sich natürlich danach in einen Eisenbahnwaggon, damit man geschnappt wird. Ne? Ist ungefähr genauso schlau, wie im Theater zu verschwinden. Also im Oktober 1991 hat der Holt eben dann ausgesagt zu gewissen Menschen und so weiter über seine Rolle in dem Anschlag auf den Herrn Kennedy. Aber seine Geschichte wurde dann eben in Frage gestellt. Kurze Zeit später, komisch, ne? Weil dann kommt plötzlich einer und sagt, so, jetzt packe ich aus. Und dann kommt dann aber 1992 das Dallas Police Department und hat dann plötzlich, dann auch wirklich dann veröffentlicht, wer denn diese drei Tramps, diese drei Landstreicher, die dann in einem Ritual die große Rolle spielen und so weiter, die dann wären, nämlich eben angeblich der Herr Abrams, der Herr Gedney und der Herr Doyle. Und das wäre dann angeblich auch genau so. Und jetzt kommt eine Denksportaufgabe. Hätte der Herr Holt seine Klappe nicht aufgemacht, dann wäre das Dallas Police Department weiter in Schweigen versunken. Denn in den ganzen Jahren nach dem Anschlag sind diese Menschen zwar von der Dallas Polizei dann mitgenommen worden, aber die Identität war gar nicht klar. Das war ja auch überhaupt nicht wichtig, weil von Anfang an ja anscheinend schon völlig klar war, dass ja nur der Herr Lee Harvey Oswald in Betracht kommt. Ja, da sieht man doch schon mal, wie halt die ganzen Ermittlungen da behindert werden, beziehungsweise wie frei die Presse ist, wenn niemand die drei Namen von drei aufgegriffenen Tramps, die nach dem Anschlag in einem Eisenbahnwaggon sitzen, die ganze Zeit unklar sind. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist doch keine Polizeiarbeit, das sind doch Unterschlagungen, die da laufen. Und jetzt wird's spannend, jetzt kommt nämlich Fester Stefanie ins Spiel. 1963 war der Anschlag. 1992 hat die Dallas Police Department, die natürlich eine Unterabteilung des FBI ist, logischerweise, weil das FBI ja dann auch federführend war in der Beweismittelführung oder Vernichtung oder wie auch immer. Warum habe ich jetzt die Stefanie da hinten benannt? Fällt einem irgendetwas auf in dem Bezug von diesen zwei Daten? Also ich würde sagen, dass das
Wenn ich jetzt mich nicht verrechnet habe, 29 Jahre sind, aus denen die Quersumme 11 ist. Ja, ganz genau. Puh. Ganz genau. Ja? Das ist komisch, ne? Dass genau 29 Jahre später dann erst aufgrund einer Aussage die Dallas Police Department dann plötzlich mit der Aussage herausrückte, wer denn wer ist. Muss man sich mal vorstellen. Ich weiß nicht, was die ganzen JFK-Researcher und die ganzen Detektive und die ganzen Polizisten den ganzen Tag machen. Anscheinend Parkknöllchen aufschreiben. Aber wie gesagt, das wären 29 Jahre und die Quersumme von 29, 2 plus 9, ist natürlich genau wieder 11. Kann ein Zufall sein, ne? Aber die Serie und die Sendung heißt ja genauso. Ah, geht jetzt aber weiter. Wir müssen uns nicht darüber unterhalten, ob der Herr Oswald da geschossen hat oder nicht. Er hat gesagt, er war es nicht und es gibt auch sonst keine Beweise außer Konkludierungen. Also nochmal, so sieht ein Bild aus, wenn jemand da jetzt mitgenommen wird nach einem Anschlag auf einen amerikanischen Präsidenten und deren Identität ist 29 Jahre lang nicht bekannt. Ja? Was auch gar nicht wichtig ist, weil wichtig ist nur, dass die Eingeweihten wussten, aha, Ritual funktioniert. Deswegen interessiert uns diese Stelle im Augenblick nicht. Denn wir können hier nicht beweisen, wer wer ist und wir können auch nicht beweisen, wer welche Funktion hat. Wir können nur sagen, dass die hundertprozentig Teil dieses Rituales sein mussten. Und deswegen, weil die Teil des Rituals sein mussten, durften die auch während des Aufgreifens durch die Polizei nicht innerhalb des Tempels sein. So viel kann ich auch schon mal verraten, wenn wir in dieses Ritual reingehen. Also es läuft alles innerhalb einer gewissen Ritualfolge der Freimaurer ab. Geht aber jetzt noch viel, viel weiter. Nochmal, der Gag in der Geschichte ist, dass wir dumm gehalten werden sollen und arm gehalten werden sollen. Das heißt, wir schaffen es also einfach nie, an einer gewissen Position zu sein, wo wir dann plötzlich Einblick hätten in irgendwelche Akten. Es gibt Menschen, die haben dieses Privileg, die sind beispielsweise bei Geheimdiensten und so weiter und so fort. Aber es gibt auch Aussagen von Nobelpreisträgern aus dem Jahre 1998, der angeblich gesagt hat, man kann in der ganzen Welt an keiner Universität Physik studieren, denn alles, was dort unterrichtet ist, ist zu einer Hälfte widerlegt und zur anderen Hälfte irrelevant. Die relevante Physik findet nur hinter den verschlossenen Türen der Labors, der Rüstungsindustrie und der Industrie statt. Die Forscher, die dort arbeiten, verwenden Naturgesetze, die den Universitätsprofessoren nicht bekannt sind. Kann jeder mal gerne googeln, ob das stimmt oder nicht. Was ich einfach damit aussagen will, ist, es gibt Technologien, vielleicht von dem Herrn Tesla oder von anderen, also nicht von Elon Musk, ne, sondern von dem wirklichen Herrn Nikola Tesla, die garantiert bis heute noch nicht das Licht der Welt erblickt haben, zumindest nicht unserer Welt, wo wir eben ausgeschlossen sind, wo wir eben nicht die Initiierten sind. Also von daher gibt es ganz viel, was wir nicht kennen und nicht wissen dürfen, damit die Mächtigen weiter mächtig sind, damit die Kleinen weiter kriechen. Deswegen gucken wir uns in dieser Folge die ganzen Zufälle an, die in dieser Häufigkeit jetzt gleich kommen, dass jeder sagt, dass das ist einfach ein bisschen zu viel. Vor allen Dingen, es geht immer weiter voran mit dem Ritual jetzt gleich. Der erste Kandidat ist Kenneth O'Donnell. Kenneth O'Donnell war Stubenkollege, also Stubengenosse in Harvard, von Bruder von JFK, Robert Kennedy. Und der war dann Wahlkampfmitarbeiter 1946, also der war von Anfang an dabei. Dann war er 1961 ein persönlicher Assistent, Special Assistant, und er hat den Besuch von Kennedy in Dallas vorbereitet. Da seht ihr genau den Menschen, der gesagt hat, okay, wir machen die und die Route und das war so und so und so gemacht und so weiter. Das ist der Kenneth P. O'Donnell. Ganz wichtiger Mensch. Er traf auch einige Tage vor dem Präsidenten ein. Als es dort am 22. November 1963 zum Attentat auf JFK kam, fuhr O'Donnell in der Limousine, die dem Präsidenten unmittelbar folgte. Also genau in der Queen Mary, da wo die ganzen Sicherheitsbeamten, Secret Service, Geheimagenten auf den Trittbrettern da standen. Er war es auch, der die gesetzlichen Regelungen umging und durchsetzte, dass Kennedys Leiche nicht in Dallas, sondern in einem Militärkrankenhaus obduziert wurde, nämlich in Maryland. Geschmäckchen, Geschmäckle. Vor allem diese Aussage wird gleich oder wird später wiederum revidiert. Also der eine schiebt dem anderen dann quasi so ein bisschen so den schwarzen Peter zu. Später, 1964 bis 65, war er Assistent des Präsidenten Lyndon B. Johnson. Ach, guck mal an. Und so weiter und so fort. Also jetzt nochmal, er ist derjenige, der also da mit der Route und so weiter zu tun hat. Er ist derjenige, der schon ein paar Tage vorher in Dallas war. Also der Mann ist erstmal ziemlich wichtig, der Kenneth O'Donnell. Und er hat in dem Auto gefahren oder ist mitgefahren in dem Auto hinter dem Kennedy.
Und das ist die Zeugenaussage von dem Herrn Kenneth P. O'Donnell am 18. Mai 1964. Ich brauche ja, glaub ich, da nichts mehr zu sagen. Im Weißen Haus Office. Wir haben ja schon kennengelernt gerade, oh, der hatte auch noch mit der Nachfolgeregierung Lyndon B. Johnson zu tun. Der Herr Johnson, der nicht so besonders gut auf den Kennedy zu sprechen war, wenn wir uns mal an den Vorabend des Tatortentages dann erinnern. Ne? Also er ist der Herr Kenneth P. O'Donnell. Er war spezieller Assistent zu einem Präsidenten. Und er war dann eben beauftragt und so weiter für die ganzen Besuche und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Und ihr könnt euch vorstellen, wie viel Arbeit das ist, das alles durchzulesen. Ich möchte euch das ersparen. Ich habe jetzt nur die wirklich wichtigen Dinge jetzt hier mal aufgeschrieben. Jetzt geht's schon los. Wollt ihr denn eine Parade machen in Dallas? Und er hat gesagt, naja, wie viel Zeit haben wir denn? Und dann haben sie, sprich der Secret Service, dann eben die Route bestimmt. Ne? The Secret Service would time the route. Also der Secret Service würde also dann so die Route abstimmen, beziehungsweise dann berechnen und so weiter und so fort. Also das heißt, wenn man jetzt sagt, er war für die Route zuständig, jetzt geht schon los, er sagt, nee, der Secret Service und so weiter, mit dem habe ich da zusammengearbeitet. Also er schiebt jetzt schon seine Verantwortung da rein. Ja, geht weiter. Aus dem offiziellen Warren Commission Report, Seite 29. Im Weißen Haus, Kenneth O'Donnell, spezieller Assistent des Präsidenten und so weiter, hat dann eben funktioniert als Koordinator für die Reise. Ja, da geht schon wieder alles los. Da geht die Reise jetzt zurück vom Secret Service wieder zu dem Kenneth O'Donnell. Also da bei der Warren Commission und so weiter wird gesagt, der Herr Kenneth O'Donnell ist für diese Reise bzw. für die ganze Reiseplanung zuständig. Das heißt, selbst wenn der Secret Service eine Route und ein Timing vorschlägt, müsste der Herr Kenneth O'Donnell als Special Assistant immer noch den Kopf nicken und das abnicken. Mhm. Und der Herr Kenneth O'Donnell hat jetzt Folgendes gesagt. According to O'Donnell, also gemäß und so weiter, hatten wir eben da eine Parade, eine Fahrzeugparade, wo auch immer wir waren, speziell in großen Städten, wo eben der Zweck war, um den Präsidenten so gut wie möglich zu präsentieren. In seiner Erfahrung war es fast wie ein Automatismus für den Geheimdienst, eine Route zu arrangieren, die eben dann den Präsidenten durch eine Gebiet und so weiter bringen würde, die eben also dann möglichst vielen Menschen präsentiert. Sehen und gesehen werden. Also, der Ball fliegt dauernd hin und her zwischen dem Herrn O'Donnell und dem Secret Service. Geht aber noch viel, viel weiter. Aha. Ich habe mir ja nicht umsonst da hier so die ganzen Sachen reinkopiert und einmal geguckt. Der Herr Spector, der Untersuchungsbeauftragte wie aus dem Weißen Haus, der fragt jetzt hier, was waren die Wetterbedingungen bei Ihrem Ankunft auf dem Flughafen in Dallas, Lovefield? O'Donnell antwortet, ja, das Wetter war klar, sonnig, exzellent. Der Spector fragt, welche Entscheidung hat man denn gemacht und so weiter, um mit einem offenen Auto in Dallas zu fahren? Und der Donnell erwidert, naja, also die Entscheidung und so weiter, das war ganz so klar, dass wenn das Wetter gut war und so weiter, dann würde er eben einem offenen Auto fahren. Der Spector fragt jetzt, erinnern Sie sich daran, wer die Entscheidung getroffen hat? Und da sagt der Donnell jetzt, naja, also ich würde diese Entscheidung treffen unter normalen Bedingungen. Aber es war immer fast eine automatische Entscheidung, denn wann immer das Wetter auch gut war und so weiter, he preferred to ride in an open car. Also der Herr Präsident anscheinend hat dann eben dann bevorzugt in einem offenen Auto dann halt durch die Gegend sich fahren lassen. Mhm. Also er hat aber dann zugeben müssen, er wäre der Mensch gewesen, der die Entscheidung dann getroffen hätte. Und er hat ja letzten Endes schon ein paar Tage vorher in Dallas da und so weiter. Also er wusste dann auch, wie die Route war. Das war also jetzt keine Überraschung für den Herrn O'Donnell. Nochmal, der hat genau in dem Auto gefahren hinter dem Präsidenten. Das heißt, er hat also alles live miterlebt. Also quasi, wenn man so will, erste Reihe, ne? So ARD oder so. Erinnern Sie sich daran, an die ungefähre Zeit, wann eben der Präsident und so weiter und seine ganze Mannschaft dann eben im Flughafen angekommen sind, dann hat der Herr Donner jetzt gesagt, naja, ich denke ungefähr 11 Uhr oder 11.15 Uhr. Und das stimmt überhaupt nicht. Und das finde ich jetzt sehr interessant, dass jemand, der also für eine Routen- und Reiseplanung nicht mehr weiß, ein halbes Jahr später ungefähr, nicht mehr weiß, wann die da angekommen sind, obwohl er da die Reise doch minutiös geplant hat. Ah, sehr interessant. Wir waren auf jeden Fall pünktlich, sagt er. Ja, wird aber gleich noch interessanter. Wer war denn noch mit Ihnen in diesem Auto? Und hat der Donald gesagt, naja, der David Powers war bei mir und so weiter. Der Rest waren halt Agenten. Ne? Also David Powers ist auch ein Special Assistant im Übrigen. Ne? Mhm. Ja, und dann gibt es jetzt noch ein paar uninteressante Geschichten und so weiter und so fort. Und
Können Sie sich daran erinnern, ob der Präsident oder das Präsidentenautomobil irgendwelche Stopps gemacht hat auf der Fahrt vom Flughafen bis eben in die Innenstadt und so weiter? Hat er gesagt, nö, das erinnert mich gar nicht daran. Aber ich würde überrascht sein, wenn es nicht so gewesen wäre. Aber ich habe keine klare Erinnerung. Und das ist natürlich immer so eine schöne Geschichte für alle Politiker zum Beispiel. Die haben dann keine klare Erinnerung. Die brauchen dann nicht Ja oder Nein zu sagen. Die haben eben gar keine klare Erinnerung. Ne? Ihr seht schon, worauf es hinausläuft. Der Mensch ist sehr, sehr wichtig und der Mensch ist sehr intelligent. Aber dieser Mensch hat auf jeden Fall Vorwissen von der Route und Vorwissen von anderen Dingen, von denen wir kein Vorwissen haben. Aber wie gesagt, wir werden mal schauen und wir werden die gleichen Geschichten gleich abklopfen. Er sagt, der Präsident der Vereinigten Staaten war extrem populär in Dallas. Und er hat gesagt, ich erinnere mich daran, dass Dave Powers, also der andere spezielle Assistent, hat gesagt, das wäre eine fantastische Bevölkerung und so weiter und so fort. Und dann haben wir uns eben, sind wir eben an eine Kurve gefahren. Ich kann mich an die Überführung und so weiter, kann ich mich daran erinnern. Und das habe ich jetzt hier in Deutsch gemacht. Ich erinnere mich an die Überführung und dann fielen die Schüsse, von denen ich zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, dass es Schüsse waren. Mein erster Eindruck war, dass es ein Feuerwerkskörper war. Und dann sagte entweder jemand, er wurde getroffen oder ich bemerkte das Zusammensacken. Er hatte auf der rechten Seite des Wagens gewunken und ich sah, wie er zu Mrs. Kennedy hinübersackte und da war mir klar, dass es Schüsse waren. Aber so schnell, wie diese Erkenntnis kam, sah ich auch schon den dritten Schuss einschlagen. Interessant, ne? Jetzt kommt die Aussage. Es war so ein perfekter Schuss. Ich weiß noch, dass ich mich selbst gesegnet habe. Das ist eine automatische Übersetzung. Ich war davon überzeugt, dass es ein tödlicher Schuss war. Ich habe unseren amerikanischen Bruder Brad Norman gefragt. Was meint jemand, wenn er sagt, it was such a perfect shot, I remember I blessed myself. Und er hat gesagt, naja, gute Frage, weiß ich nicht genau, was man da rein interpretieren soll. Vielleicht ist es ein römischer Katholik und so weiter, der dann eben sagt, Mensch, also ich bekomme jetzt hier eine Segnung, wie ein jesuitischer Priester mir geben würde, aber ohne dass ein Priester anwesend wäre. Das wäre also jetzt so meine Einschätzung. Aber ich finde das als unglaublich seltsam, dass der persönliche Assistent zum einen sich mit den Zeiten vertut am Flughafen und zum zweiten sich noch mit ganz anderen Dingen vertut und dann bei der Ermordung seines Präsidenten dann sagt, it was such a perfect shot. I remember I blessed myself. Und egal, wie man das jetzt interpretiert, ich finde das völlig daneben für jemanden, der irgendwie ein bisschen Empathie hat, wenn er zumindest in einem Verhör gefragt wird und dann sagt, es war so ein perfekter Schuss. Das hört sich doch für mich schon an wie eine Bewunderung. Was ist denn eure Meinung dazu? Ich hätte vielleicht mal eine kleine Frage noch dazu. Wenn jemand das so ausdrückt, I blessed myself, könnte es vielleicht bedeuten, dass er sich so bekreuzigt hat oder sowas? Könnte man das sagen? Das gibt ja manche, die bei so einer Sache dann einfach dieses Bekreuzigungszeichen da machen, weißt du? Mhm. Ja, das ist eine gute Frage, aber die müsste man halt, wie gesagt, einen Muttersprachler stellen. Ja, ja, denke ich auch. Aber alleine schon die Aussage, es war solch ein perfekter Schuss, ist widerwärtig. Also, das ist schon hart, ne? Ja, es kann sein, dass er sich selbst bekreuzigt hat, wie auch immer, aber ich meine halt einfach, dass es sehr seltsame Ausdrucksweise ist. Aber es wird gleich noch viel seltsamer. Hat der Jörg da auch noch eine Meinung? Nee, nicht wirklich. Ich finde diese ganze Person im Allgemeinen sehr merkwürdig und es wäre interessant, mal mehr von dem Interview zu lesen. Was natürlich in der Kürze dieser Sendung nicht geht, sonst wird sie 3-4 Stunden dauern. Genau. Aber ich glaube, dass seine Art und Weise, wie er da spricht, deutlich von dem Gebrauch jesuitischer Sophistik lesbar ist. Es ist zumindest sehr, sehr verdächtig, was er da absondert. Ne? Ja, was ich so eben scrollen können in der Zeit, kommt mir sehr verdächtig vor. Ja. Jetzt geht's noch weiter. Was würden Sie denn schätzen, wie denn so die Geschwindigkeit des Präsidentenlimousine gewesen ist zu dieser Zeit? Und hat er gesagt, naja, ich denke, wir waren so ungefähr zwischen 15 und 20 Meilen unterwegs. Und dann hat er eben angefangen zu beschleunigen und dann waren wir vielleicht so 25 Meilen ungefähr so in diesem Bereich. So, und jetzt geht's los. Jetzt geht's in den originalen Warren Commission Report, Kapitel 2. Die Geschwindigkeit der Limousine aus dem originalen Warren Report.
Eine präzisere Bestimmung kann man aus diesem sogenannten Zapruder-Film, der, muss ich dazu sagen, auch total brutalst manipuliert ist, ziehen. Und aufgrund dieser Basis dieses Films, aufgrund dieser Zeiten, dieses Frames und so weiter und so fort, konnte man jetzt ausrechnen, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit auf der Elm Street 11,2 Meilen bestand. Also zwischen 15 und 20 ist weit übertrieben mit der Geschwindigkeit dieses Fahrzeuges, vor allen Dingen, wenn man dann auch berücksichtigt, dass es einen weiteren Film gibt von Orwell Nix, der zeigt, dass da die Bremslichter in der Mitte der Elm Street auch noch geglüht haben. Das heißt, der Herr Chauffeur Greer ist dann auch noch auf die Bremse gelatscht. Also von daher wisst ihr ganz genau, der Mann sagt schon mal hier nicht die Wahrheit. Oder er verschätzt sich grundsätzlich, er verschätzt sich dann auch bei der Zeit, bei der Ankunft auf dem Flughafen, er verschätzt sich also hier unglaublich oft. Ne? Also das stimmt schon mal nicht. Egal, wo du reingehst, hier, wie gesagt, 11 miles per hour, da haben wir schon wieder die 11 drin. Da haben wir schon mal benannt hier von Wars Not Wars, dieses Bild. Ja, und 11,2 ist eben dann für die ganzen Frames und so weiter. Man weiß genau, 18,3 Frames pro Sekunde. Man kann die Frames von den Zapruder-Filmen dann eben dann zeigen und man sieht dann die Distanz. Kann man dann ausrechnen, ist man genau bei 11,2. Okay? Und nochmal, Lee Harvey Oswald hatte eben negativen Paraffintest in seinem Gesicht und so weiter. Da muss man mal erzählen, wie du also jemanden erschießen willst, wenn du nicht visierst. Ja, alles aus der Hüfte, ne? Klar. So viel mal jetzt eben zu dem Herrn O'Donnell. Und jetzt kommt eine Denksportaufgabe. Ne? Wie viele Schüsse waren denn da? Und da hat der O'Donnell gesagt, naja, 3. Und dann ist er gefragt worden, was wäre denn Ihre beste Schätzung für die absolute Zeit und so weiter, die von dem ersten bis zum letzten Schuss und so weiter dann eben dann gedauert hat. Und hat der O'Donnell gesagt, naja, ich würde ungefähr sagen 5 bis 6 Sekunden. Stefanie! Wären ja dann wieder 11. Komisch. Ha? Ja, echt sehr zufällig komisch. Ja? Ist natürlich jetzt nur, ist das die erste Aussage, ne? Es kommt ja immer noch besser jetzt. Pass mal auf, die Sendung heißt ja Salomonische Zufälle, geht immer noch weiter, ne? Ja, aber wie gesagt, er hat gesagt, das kam alles von rechts hinten, ne? Also klar, ne? Texas Screwbook Depositorium, der heißt, der Mann ist also hier voll auf Linie mit der originalen Version, ne? Nur, dass er sich halt ja nicht mehr viel daran erinnern kann und auch sich immer permanent irgendwie verschätzt, ne? Und dann hat er gesagt, naja, gut, dieser Schuss hat ihn getroffen und so weiter und hat ihn nach links geschleudert. Der ist dann auf Mrs. Kennedy drauf gefallen und so weiter. Und meinen Sie denn, es wäre der dritte Schuss gewesen? Nein, hat er gesagt, das war nicht der dritte Schuss. Entweder war es der erste oder der zweite, ich weiß es nicht und so weiter. Und er sagt, er weiß nichts Genaues. Ne? Er hat also hier so eine neblige Erinnerung sozusagen, eine Foggy Recollection. Also er wisst ganz genau, dieser Mensch hat einiges auf jeden Fall... Der ist nicht eindeutig, ne? Der ist eindeutig zweideutig. Ne? Er hatte gesagt, naja, also ich habe den Gouverneur auch nicht gesehen und so weiter. Ich wusste gar nicht, dass der getroffen war. Und einer der Agenten hätte gesagt, der Governor Connelly wäre auch getroffen worden. Mhm. Ja, und dann das Auto hätte dann eben beschleunigt und der Agent Clint Hill, der wäre dann raufgesprungen auf dieses Auto und so weiter. Und dann wären sie also unglaublich beschleunigt und hätten dann zwischen 60 und 70 Meilen pro Stunde drauf gehabt. Und der Rest ist jetzt erstmal nicht interessant, weil das Einzige, was er sagt, ist, dass David Powers, der zweite Assistent, der bei ihm war, dann eben aus dem Auto gelaufen ist und so weiter und dann zu dem Präsidenten gegangen ist und so weiter und dann eben geweint hätte und so weiter und dann eben quasi dann so auf ihm gelegen hätte, als dann eben die ganze Motorcade dann eben auf dem Parkland Hospital dann da jetzt da angekommen wäre. Das heißt, wir haben wenigstens... Kannst du bitte nochmal kurz hochscrollen? Wir haben wenigstens einen hier, der eine menschliche Reaktion zeigt, laut der Aussage. Ja, bitte? Ja, kannst du aber kurz hochscrollen, da, ja, die Aussage, nee, bleib mal so stehen, die Aussage von Mr. O'Connell. He slumped on her. She appeared to be immediately aware that something had happened. She turned toward him, and then the third shot hit. Obviously, she then knew what happened. She turned, looking at the backup car. Meanwhile, Agent Hill had gotten off the car and started running up. Also, das Auto hat hier noch nicht verlangsamt, ja. Sie hat sich umgedreht, guckte auf die Rückseite des Autos und da ist ja der Agent Hill da ja zugelaufen. Mhm. Er hat eben ausgesagt, das Auto hätte eine Geschwindigkeit, hätte er geschätzt, von was? 20 bis 25 Meilen? 15 bis 20, ja, genau. Mhm, ja. 15 bis 20 Meilen. Ja. So schnell läuft auch kein Sicherheitsagent. Mhm. Ja, guter Punkt. Das sind nämlich weit über 20 Stundenkilometer und selbst im Sprint, also gerade wenn es eher 25 sind, weil... War das nicht 20 bis 25, was er oben gesagt hat? Du sagst jetzt 15 bis 20. War es nicht 20 bis 25? 15 bis 20, es könnte auch 25 sein, haben wir sofort. Moment. Eben, ich meine, es könnte auch 25 sein. Ja, das ist...
Bei 25 Meilen, ne, das sind irgendwas von, wenn ich jetzt mal kurz im Kopf rechnen muss, ich glaube so 36 Stundenkilometer oder sowas. Oder 33, 34 Stundenkilometer. Ja, 20 sind schon 32, ne? Genau, ja. Also, und das soll der Agent eben da so gelaufen haben? Also, das ist eine total unglaubwürdige Aussage, wenn du mich fragst. Ja, jetzt ist natürlich immer aber, so, weißt du, wenn du so viele Sachen hast, dann siehst du natürlich jetzt hier in den Wald. Da war's doch gerade. Nee, aber dafür sind wir ja mit mehreren hier, Michael, um solche Dinge zu besprechen. Der Punkt ist ja nur, das ist eine Aussage aus der Warren-Kommission, richtig? Mhm. Ja, und die Warren-Kommission... Bitte? Ja, genau. Ja, und die Warren-Kommission ist ja genauso ehrlich wie die 9-11 Commission Report ehrlich war. Ne? Auch voller Widersprüche. Wenn man sich das mal eben reinzieht, 20 bis 25 Meilen pro Stunde, hier, da steht es ja, ne? Wahrscheinlich bis zu 25, irgendwo in der Richtung, was sagt er hier, ne? 25 Meilen, also nehmen wir 20 bis 25 Meilen. Das sind aber über 30 bis 40 Stundenkilometer. Das läuft kein Sicherheitsagent, wenn er mal eben vom Auto runterspringt und selbst nur ein paar Meter überbrücken muss. Also kann man da schon sehen, dass seine Angabe zur Geschwindigkeit totale Lüge ist und die 11,2 Meilen eher passen, die dann ungefähr 18 Stundenkilometer sind, was man so gerade eben noch schaffen kann. Aber selbst 18, dann müsste der wirklich aus voller Kraft laufen. Und wenn man sich dann die Bilder aus diesem Zapruder-Film anschaut, dann sieht man ja den Hill, den Agenten laufen zum Heck des Autos. Und so laufen, dass der 18 Stundenkilometer läuft, läuft er nicht. Nee. Schon gar nicht mit seinen schönen Schuhen und so weiter und so fort. Und wie gesagt, den Rest sparen wir uns jetzt, weil... ich wollte halt nur die Bemerkung machen. Ja, ist ja prima. Ist auf jeden Fall ein ganz, ganz toller Punkt, Jörg. Dankeschön. Sie sagt jetzt hier, dass die Frau Kennedy jetzt hier das Bethesda Hospital ausgesucht hätte. Und also wir haben jetzt hier verschiedenste, die Leute spielen sich alle den Ball zu, ne? Alle den Ball zu. Und abends waren sie ja dann noch auf der Ranch von LBJ gewesen, ne? Das ist ja auch, hat auch ein Geschmäckle, ne? Wenn die dann abends bei dem Herrn Johnson sind, ne? Aber gut, muss man ja alles soweit erstmal hinnehmen, ne? Ja. Gut, alles andere ist jetzt im Augenblick nicht wichtig. Wir kommen nämlich jetzt genau zum Herrn David Powers. Das heißt, wir haben jetzt bei demjenigen sind wir jetzt gelandet, der auch in dem Verfolgungsfahrzeug sozusagen des Secret Service saß, neben dem Herrn O'Donnell. Jetzt vergleichen wir doch mal. Der David Powers ist ein spezieller Assistent an den Herrn JFK. Stephanie, ein anderer Name für spezieller Assistent, wenn man so ein bisschen gemeiner wäre. Weiß ich nicht, vielleicht so eine Art Babysitter vielleicht? Ja, oder... Aufpasser. Ja, ein Aufpasser oder wenn ich vielleicht mal auf den Anfang zurückgehe, so ein Brothers Keeper im Gehässe. Ja, auf jeden Fall. Also es wird gesagt, dass der David Powers somit der beste Freund gewesen wäre von JFK. Und jetzt guck mal an, was jetzt kommt. Das ist die originale Aussage von dem Herrn David Powers. Hm? Jetzt geht's los. Am nächsten Tag flogen wir weiter nach Dallas und kamen an im Lafayette Flughafen ungefähr um 11.30 Uhr. Was hat eben der Herr Kenneth O'Donnell gesagt? 11 Uhr bis 11.15 Uhr. Geht aber noch weiter. Der Rest ist jetzt hier nicht so unglaublich interessant. Ja, I was assigned to ride. Ich wurde jetzt hier mitgenommen in einem Secret Service Automobil und so weiter, was direkt hinter der Präsidentenlimousine gewesen ist und so weiter. Das war ein offenes Auto mit zwei Spezialagenten in Front, zwei Spezialagenten im Rücksitz und so weiter und zwei Spezialagenten an jeder Seite der Trittbretter. Ich saß in dem mittleren Sitz auf der rechten Seite und Kenneth O'Donnell saß in dem linken Sitz auf der linken Seite des Autos. Die Menge in Dallas war sehr freundlich und sehr enthusiastisch. Meiner Meinung nach war ist zweimal so groß oder doppelt so groß wie die Menge und so weiter, die präsent war in Dallas bei der Präsidentschaftswahlkampf in 1960. Kenneth und ich haben also uns die Größe angeguckt und so weiter und haben so die Situation eingeschätzt und so weiter und so fort und so weiter. Als wir dann durch Dallas gefahren sind und so weiter, dann hat unsere ganze Kolonne dann sich verlangsamt bei einigen Gelegenheiten und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass sie jemals gestoppt hat. Als wir dann durch das Herz von Dallas gefahren sind, dann waren diese Mengen ungefähr 10-mal so tief. Und als wir dann auf die Main Street nach Houston gefahren sind und haben diesen scharfen Linkskurve gefahren nach Elm Street und so weiter, zu dieser Zeit waren wir sehr, sehr langsam unterwegs, nicht schneller als 12 Meilen pro Stunde.
Sieht man einen Unterschied zu dem Herrn Kenneth O'Donnell hier direkt schon? In Übereinstimmung und so weiter, da war ich doch sehr, sehr, sehr besorgt und so weiter über das Timing und so weiter. Und ich habe auf meine Uhr geguckt und dann also notiert, dass es also fast exakt 12.30 Uhr gewesen ist. Denn das war genau diese Zeit, wo wir eigentlich erwartet wurden an dieser Trademark, wo der Herr Kennedy eine Rede halten sollte. Ich habe kommentiert an den Herrn Kenneth O'Donnell, dass es 12.30 Uhr war und dass wir also wirklich nur 5 Minuten zu spät wären, wenn wir dann gleich ankommen würden an dieser Trademark. Kurz darauf und so weiter ging der erste Schuss los und es hörte sich für mich an, als wenn es ein Feuerwerkskörper gewesen wäre. As if it were a firecracker, dieselbe Aussage, die Kenneth O'Donnell übrigens auch getätigt hat. Ich habe es gemerkt und dann hat der Präsident sich eben so ein bisschen nach links bewegt nach diesem Schuss und so weiter und dann kam noch ein zweiter Schuss und so weiter und der Gouverneur Connolly ist dann verschwunden aus meiner Sicht und so weiter und dann gab es einen dritten Schuss, der eben das Top, also die obere Hälfte des Präsidentenkopfes dann weggehauen oder abgeschlagen hat und so weiter und wie ein kranker Sound einer Grapefruit, die also dann irgendwie gegen eine Wand geschmissen worden ist. Ja, die absolute Zeit, die total time between the first and third shots was about 5 or 6 seconds. Miep. Genau. Ja? Das hatte aber der Kenneth O'Donnell auch nochmal oben gesagt, das hattest du nicht rot gemacht, ich hab's nur beim Scroll nicht gesehen, aber da hat er nochmal gesagt, 5 bis 6 irgendwas. Genau. Genau, ja. Das ist schon sehr interessant. Ne? Also da sind sie sich bei 5 bis 6 sind sie dann komischerweise sich alle einig. Ne? Mein erster Eindruck war, dass die Schüsse eben von rechts und über dem Kopf und so weiter kamen, aber ich hatte nur einen flüchtigen Eindruck und so weiter, dass eben auch, dass dieser Krach und so weiter kam aus der Frontbereich, aus dieser dreifachen Überführung. Aber das mag eben dann auch von meinen Gefühlen und so weiter abhängig gewesen sein, denn ich habe ja in diese Richtung geguckt und so weiter und ich habe gedacht, naja, vielleicht sind wir in einen Hinterhalt irgendwo am Reinfahren. Zu der Zeit des dritten Schusses und so weiter hat die Präsidentenlimousine ganz heftig beschleunigt und so weiter und wir waren genau dahinter und Mrs. Kennedy ist dann auf den Kofferraum geklettert und so weiter. Vielleicht hat sie doch irgendwie nach Hilfe gesucht und vielleicht hat sie gar nicht realisiert, was sie überhaupt gemacht hat. Ich dachte, Special Agent Clinton Hill und so weiter hat ihr Leben gerettet, dass sie da hinten raufgesprungen ist und so weiter und hat sie dann zurück in den Sitz gedrängt, sonst wäre sie eventuell rausgeflogen aus diesem Auto und so weiter und wäre sie dann genau dann in der Linie der Autos gelandet, die dann dahinter ihr gefahren wären. Wir sind dann mit einer unglaublichen hohen Geschwindigkeit zum Parkland Hospital dann geeilt und als wir eben dann an der Emergency Entrance, Notambulanz und so weiter gewesen sind, dann bin ich rübergerannt zu Präsident Kennedy und zu dem Special Agent Hill und so weiter und ich zusammen mit dem Special Agent Kellerman, das ist der vorne rechts saß im Präsidentenauto, haben ihn dann eben platziert auf dieser Bahre. Die drei, also wir drei und so weiter und der Special Agent Greer haben ihn dann in diese Notaufnahme geschoben. Ich war bei der Frau Kennedy die ganze Zeit im Krankenhaus. Sie ging rein und raus aus dem Notraum und so weiter und sie saß dann auf einem Stuhl und so weiter. Ich glaube, dass Kenneth O'Donnell dann den Attorney General sofort angerufen haben, also das wäre dann halt der Bruder gewesen in RFK, als wir dann im Hospital, also im Krankenhaus angekommen sind. Ich habe dann eben die ganze Zeit bei dem Präsidentenkörper und so weiter, bei Miss Kennedy und so weiter, dann halt da eben dann verbracht und so weiter. Und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Der Rest ist jetzt hier nur noch Kosmetik. Ihr seht jetzt, es gibt vehemente Unterschiede in der Geschwindigkeit des Fahrzeuges, aber wo sie sich dann einig sind, ist genau die Angabe 5 bis 6. Aber wird ja noch viel besser. Der Herr David Francis Powers. Über den hat der Kenneth O'Donnell gesagt, außer Bobby, also der Bruder von JFK, hat er nur einen wirklichen Engfreund gehabt, der Kennedy, und zwar David Powers. Kenneth O'Donnell, who was sitting next to Powers, also supported this view of the assassination. Kenneth O'Donnell, der eben gesessen hat neben Herrn Powers, hat eben dann auch die offizielle Meinung über diesen Anschlag dann auch geteilt. Und O'Donnell hat kommentiert, ich habe dem FBI gesagt, was sie hören wollten. Aber sie haben gesagt, es hätte gar nicht stattfinden können in dieser Art und so weiter. Und ich muss mir irgendwelche Dinge einbilden können. Und deswegen habe ich bezeugt eben genau diese Art, was sie haben wollten. Und ich wollte eben nicht weiteren Schmerz und Ärger der Familie in irgendeiner Art und Weise jetzt hier verursachen. Na, da habe ich es auch drunter. Toll.
Pommers gab später gegenüber Tipp und Nil zu, dass er sicher war, zwei Schüsse gehört zu haben, die hinter dem Grassy Knoll Zaun fielen. Ja, ja, sehr interessant. Es gibt aber noch, wie gesagt, fangen gerade an. Der Herr Powers, der war so gut befreundet mit dem Herrn Kennedy, dass diese Freundschaft mit Jacqueline Kennedy noch weiter lief. Und zwar jeden Tag hatte der Mittagessen mit ihr, sogar noch während der Präsidentschaft von dem Herrn Johnson mit seiner Witwe Jacqueline Kennedy. Später hat er dann seinem Bruder Robert Kennedy geholfen, um eben die Präsidentschaft anzuvisieren 1968. Dann ist er dann weiter Museumskurator gewesen und das wäre jetzt das Offizielle, wenn ich nicht da jetzt tiefer gegraben hätte, was ich jetzt genau tue. Und Jacqueline Kennedy hatte ihr Haus in Georgetown. Ja. Ja, da genau in Georgetown auch, wo JFK dann da studiert und, ne? Also, die sind nicht weit weg davon. Ja, Namensgleichnis oder ist das wirklich die Universität? Es ist einfach der Stadtteil Georgetown, ne? Und der heißt dann genauso wie die erste Jesuitenuniversität. Ja, oder? Ja, das ist alles groß. Das ist die Reihe der Zufälle spricht. Ja, ja, natürlich. Es kommen noch eine ganze Menge Zufälle. Der Herr Powers war auch ein römisch-katholiker, logischerweise. Ne? Der war oberster Platzanweiser oder Diener in der Siena-Kirche in Charlestown und der hat zum ersten Mal Kennedy getroffen 1946. Komisch. Auch die Ecke, wo der Herr Kenneth O'Donnell zum ersten Mal den Herrn Kennedy getroffen hat. Ne? Oder sollten die sich treffen? Genau da, als der Herr Kennedy demokratischer Kandidat für den Massachusetts dann gewesen ist, hat der Herr Powers den kennengelernt. Interessant, ne? Und Powers war zu jeder Zeit und an der Seite von dem Herrn Kennedy und hat also jeden Schritt von ihm begleitet in das Weiße Haus. Also Powers ist dann einer derjenigen, die den Kennedy zum Präsidenten gemacht haben. Ne? Muss man einfach mal so sehen. Der Kennedy fand immer ganz toll, dass dieser Powers dann so einen ganz, ganz, ganz schelmischen Sinn für Humor hatte. Deswegen seht ihr den jetzt hier, währenddessen die beiden gute Laune haben und dann seht ihr den Powers jetzt hier im Hintergrund. Aber manchmal sind die Männer im Hintergrund noch viel, viel wichtiger als die Männer, die in die Kamera lächeln. Ne? Der Powers hat immer gewacht über die Nöte des Präsidenten und so weiter, in den ganzen Reisen und so weiter, über die ganzen Länder und so weiter und so fort. Und der Historiker Robert Dalek hat geschrieben, dass Powers Teil der Irish Mafia gewesen ist, eine Gruppe von Weißer Haus-Helfern, die eben unkritisch loyal zu Kennedy gewesen sind und überhaupt seinen Aufstieg einfach möglich gemacht hätten und dass Powers so der erste Untergleichen gewesen wäre, was mich dann direkt an George Orwell und seine Farm der Tiere erinnert hat. Der erste und dergleichen, das erinnert mich an den... Primus inter pares auch, ja. Das erinnert mich an den Primas der russisch-orthodoxen Kirche. Der erste und dergleichen ist nach Aussage des Papstes. Ja, geht weiter. Es gibt einen dritten Menschen, der da sehr, sehr wichtig wird. Der wird gleich kommen, der heißt Theodore Sorensen. Das ist der Redenschreiber von Herrn Kennedy und ein spezieller Berater, ne? So, und jetzt schaut an, jetzt kommt ja das, was ihr jetzt schon wisst, ne? Also der Herr Powers und der Herr Kenneth Donald, die waren hinter dem Auto, als der Herr Kennedy in sein Ritual fuhr, von dem er wahrscheinlich als einziger nichts wusste. So viel würde ich jetzt schon mal aus dem Fenster lehnen. Ich glaube also, der Mann hat nicht jetzt bewusst jetzt irgendwie daran partizipiert. Jetzt geht's weiter. Powers und Kenneth und Donald haben Co-Autor geschrieben zu dem Buch Johnny, We Had the New Year. Also John, wir kannten dich kaum, ein Bestseller über die ganzen Erfahrungen und so weiter mit dem Herrn Präsidenten Kennedy. Und Powers hat gesagt, dass Herr Kennedy der größte und der wichtigste Mensch gewesen wäre, den er jemals getroffen hätte und der beste Freund, den er jemals gehabt hätte. Co-authored heißt, dass sie das Buch zusammen geschrieben haben. Ne? Zwei Autoren, ein Buch. Aber interessant, ne? Die beiden scheinen sich ja nicht so spinnefeind zu sein, obwohl sie immer ganz komische andere Anmerkungen haben, wenn sie dann gefragt werden zu dem Ereignis. Aber gut. Es gibt eine Judith Kempner Exner, die in ihrer Autobiografie Judith Exner, meine Geschichte, dann angeblich sagt, dass der Powers dann assistiert hätte in den ganzen sexuellen Affären von dem Herrn Kennedy. Und ich will jetzt hier keine schmutzige Wäsche waschen. Und Powers hat später gesagt, dass also Kennedy niemals eine Affäre gehabt hätte mit der Frau Exner. Aber, und jetzt kommt's, in ihrem Buch Once Upon a Secret, meine Affäre mit dem Herrn Präsidenten Kennedy, man muss da mal ganz vorsichtig sein, weil jeder macht natürlich mit dem Namen Kennedy auch richtig Geld.
Da hat sie gesagt, dass sie im Swimmingpool gewesen wäre und dann eben dann mit dem Herrn Powers eine Oralsex gehabt hätte. Ne? Das ist jetzt keine Erfindung oder so von mir, sondern steht tatsächlich in diesem Buch drin von der Mimi Alford, was genau dann hier steht. This was a challenge to give David Powers oral sex. I don't think the president thought I'd do it, but I'm ashamed to say I did. Ich glaube nicht, dass der Präsident gedacht hätte, dass ich es mache, aber ich bin nicht jetzt hier beschämt, dass ich es gemacht habe. Und bla 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 bla. Ne? Das kann alles sein, muss nicht, aber jetzt gibt's weiter. Der Theodore Sorensen, der Redenschreiber des Präsidenten, auch ein extrem wichtiger Mensch, der hat gesagt, dass er nicht geschockt werden würde, wenn er erführe, dass der David Powers irgendwelche außerehelichen Rendezvous für den Herrn Kennedy arrangiert hätte oder hat. Mhm. Aber ich wäre ja nicht ich, wenn ich jetzt nicht da weitergucken würde. Es gibt da einen so einen Film vom 22. Dezember 1963 und dieser Film hat genau der Herr David Powers gedreht. David Powers, der in dem Vergleichs- oder in dem Auto dahinter gewesen sind. Und dieser Film, der stoppt natürlich genau bevor diese Motorparade die Plaza erreicht, denn die Kamera von dem Herrn Powers ist dann ausgerechnet da der Film ausgegangen. Eine Nachricht von Edition CNN. Catholic News Network, wenn man gemeint wäre. Washington, genau, oder fast 33 Jahre, nachdem der Präsident John F. Kennedy die Attentate in Dallas gehabt hat, gibt es einen 3-Minuten-Amateurfilm, der eben irgendwelche finalen Minuten des Präsidentenlebens und so weiter dann eben publik gemacht hat an diesem Donnerstag. Freitag ist der 33. Andenkenstag an die Kennedy-Anschlags, an den Anschlagstag. Der Film, der eben den Kennedy-Reisen nach Dallas am 21. und 22. November 1963 zeigt, wurde durch seine Helfer oder seinen Special Assistant Dave Powers gemacht. Der zeigt natürlich nicht das tödliche Erschießungsritual. Aber ist schon komisch, ne? Außerdem 33 Jahre, da kommen die damit raus, ne? Nach 33 Jahren, klack! Das hat natürlich nichts mit Freimaurerei zu tun, nein, wird aber noch viel besser. Die kleine Version läuft genau 22 Sekunden, das ist die Anzahl der Stufen, wenn ich mich richtig daran erinnere, Stefanie, berichtige mich, ja, die Anzahl der Stufen bei den Pergolas, wenn es um den Norden geht und wenn es dann halt da um den Süden geht, eben der Dealey Plaza, aber wird noch viel besser. Powers, der eben geritten ist, ja klar. Powers, der eben dann gefahren ist, in dem Auto des Geheimdienstes, direkt hinter der Präsidentenlimousine, während dieser Motorparade da und so weiter, dem ist der Film ausgegangen. Das müsst ihr natürlich jetzt alles glauben. Es wird aber noch viel besser. Herr Powers, der jetzt zu diesem Zeitpunkt 84 war, der hat angefangen für Kennedy 1946 zu arbeiten. Also genau da, wo der eben dann Demokrat wurde und so weiter. Also genau da, wenn der Kennedy dann plötzlich Leute braucht, sind also plötzlich Leute da, die dann plötzlich bester Freund sind. Ein Special Assistant. Ja, und jetzt kommt die Denksportaufgabe. Er hat seine letzte Aufnahme um 12.17 Uhr gemacht. Diese Zeit hat er identifiziert auf einer Uhr hinter der First Lady Jackie Kennedy, hat er gesagt. Kennedy wurde ungefähr 15 Minuten später, ungefähr um 12.30 Uhr erschossen. Stefanie! Ja? Ich weiß nicht, jetzt stehe ich gerade, glaube ich, ein bisschen auf dem Schlauch. Er hat seine letzten Aufnahmen um 12.17 Uhr geschossen. Oh, okay. Ich dachte, ich kriege jetzt eine andere Zahl, aber du hast mich wieder, ja. Es ist 11? Ja, natürlich. Ja, ich war jetzt eher dabei, weil von 17 auf 30 wären es keine 15 Minuten. Da war ich jetzt gerade ein bisschen. Du kannst auch 12 und 17 rechnen, bist du schon wieder bei 29, dann bist du auch wieder bei 11. Ja. Ich hatte halt gedacht, so 17 und 15 wären ja dann nicht 30 Minuten, weißt du, deswegen. Es ist ein Freimaureranschlag in einem Freimaurertempel. Und wenn ihr das alles für Zufälle haltet, dann ist das eure Meinung, aber nicht meine. Geht weiter. Powers hat gesagt, er hat den Film verloren, aber dann gab es ja dann irgendwie dann wieder Interesse daran und so weiter und so fort und dann schwuppidiwupp zum 33., ne? Dann war dann wieder alles dann da. Ne? Es war alles in meinen Papieren und wir konnten immer diesen verdammten Film, dieses verdammte Ding nicht finden. Oh Leute, wirklich, das glaubt ihr alles? Das glaubt ihr alles? Wenn euch wirklich da mal reingeht, ihr müsst euch trainieren. Ihr müsst euch trainieren in Symbolik, ihr müsst euch trainieren in Numerologie. Dann seht ihr letzten Endes, dass die alle komischerweise immer irgendwo, wenn man das Ritual kennt, dass sie dann immer genau da reinpassen. Und ihr sagt mir wirklich, dass er seine Zeit identifiziert hat auf einer Uhr hinter der First Lady Jackie Kennedy um 12.17 Uhr? Na klar.
gibt es eine andere Zeit zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr, die auf 11 enden würde. Außer 12.17 Uhr, könnt ihr gerne mal ausrechnen. Aber 12.17 Uhr passt also wie die Faust aufs Auge. Und Kennedy ist natürlich genau 13 Minuten übrigens später ermordet worden. Oder vielleicht auch 14 Minuten später ermordet worden. Um 12.30 Uhr, 31. Gut, so viel dazu. Übrigens, also, die ja. Quersumme von 33 ist 6, ne? Mhm. Ja, in dem Zusammenhang von 12.30 Uhr und von 5 bis 6 Sekunden, oder? Nein, in dem Zusammenhang, dass wir immer diese Zahlenspiele machen mit der Quersumme. Ja. Und die 6 steht ja für den Menschen, ne? Mhm. Das ist Nummer 666, die Zahl eines Menschen, ne? Mhm. Die 6 steht ja für den Menschen und deswegen ja. finde ich 33, sollte man eben auch mal sagen, 33 Grad Freimaurer. Mhm. 11 und 22, 33, 6. Mhm. Stellt immer den Menschen in den Mittelpunkt anstatt Gott. Ne? Mhm. Vielleicht sollte man das so mal sehen. Ja, 33 ist halt einfach der höchste Grad. Und wenn nach 33 Jahren dann plötzlich so etwas auftaucht, was natürlich dann noch um 12.17 Uhr dann plötzlich nicht mehr dann ist, weil der Film ausgeht, dann frage ich mich, ob einem Präsidenten Hilfe oder Präsidentenassistent nicht in den zweiten, dritten und vierten Film sich hätte leisten können. Aber wie gesagt, das sind alles rhetorische Fragen. Er könnte ihn noch nicht mehr fragen, der lebt nicht mehr. Und ich will ihm ja auch persönlich gar nichts. Ne? Aber eventuell ist dieser Mann ja auch massiv unter Druck gewesen. Ne? Man weiß es ja nicht. Aber ihr müsst euch wirklich in Symbolik schulen. Das hat alles keinen Sinn. Wenn ihr wirklich glaubt, das sind alles Zufälle, dann sind keine Zufälle. Warum endet denn eben diese Freimaurerei ausgerechnet im 33. Grad, wovon die Quersumme 6 ist? Das ist die Frage, die ich hier inoffiziell stellen wollte. Dass die Leute da eben mal drüber nachdenken. Mhm. Ja, gut, also wie gesagt, wir haben ja dann eine Sendung darüber gemacht, dass es eben die 33 Jahre sind von Jesus Christus. Die wollen natürlich auch Gott gleich sein. Ne? Das ist ja dann die Rolle rückwärts da bei der Geschichte auch. Ne? Okay, Training für Stefanie und alle Leute da draußen mit Zahlen und Symbolik. Ich habe jetzt hier mal eine kleine Lektion, die jetzt auch gleich was mit Kennedy zu tun hat, mal vorbereitet. Das ist ein Training, wie man sieht. Bist du bereit? Ich bin bereit, hoffe ich. Okay, ihr seht jetzt hier die absolute unchristliche satanische Band Iron Maiden. Das ist ein Folterwerksinstrument aus dem Mittelalter, wo man Leute in eine mit Spikes gespickte Statue eingesperrt hat und die dann zugedrückt hat, dass die Menschen dann aufgespießt worden sind. Iron Maiden heißt die Gruppe. Dieses Album von denen heißt 2 Minuten bis Mitternacht. Und 2 Minuten bis Mitternacht ist auch bis vor kurzem die Zeit gewesen auf der Weltuntergangsuhr Doomsday Clock. So, und es gibt Fanclubs von Iron Maiden, die sagen, ey, Alter, wenn du weißt, was 2 Minuten bis Mitternacht bedeutet, dann bist du der Coolste. Ja, dann rechnen wir doch mal durch. Was sind denn 2 Minuten bis Mitternacht? Welche Uhrzeit ist das, Stefanie? 11.58 Uhr. Na, du musst schon in europäischen... Oder 23.58 Uhr. 23.58 Uhr. Gut. Denksportaufgabe. Also, dann hättest du... Die Quersumme 5 und die Quersumme 13 und das wäre dann wiederum 18. Ja, siehst du? Und das ist wiederum 3 mal die 6. Genau das. Genauso läuft die Geschichte. Und jetzt sind wir schon bei der Doomsday Clock hier. Ne, bei der Weltuntergangsuhr. Ne, Angst machen. Atomphysiker, die machen Angst. Es ist nicht noch 5 Minuten, sondern 2 Minuten vor 12. Inzwischen haben wir noch 100 Sekunden bis Mitternacht. Ich habe gedacht, ach du liebe Güte, die Menschheit wird bedroht. Ne? Also Angst schaffen, ne? Ist grundsätzlich. Ne? Man kann Menschen nur mit Angst wirklich jetzt hier regieren auf dieser Welt. Nuklearwaffen, Klimawandel, Informationskriegsführung erhöht, um die Demokratie auf der Welt zu untergraben. Also es ist genau nicht umgekehrt. Uns werden hier Mundknebel angelegt, damit wir den Mund nicht aufmachen. Und deswegen hat das Bulletin, also die Gemeinschaft der sogenannten Wissenschaftler hier gesagt, dass es also jetzt nicht nur 2 Minuten vor Mitternacht ist, sondern 100 Sekunden vor Mitternacht. Und hier ist die Klimauhr. Wir haben noch 7 Jahre und 71 Tage mit heutigem Stand. Dem 12. Mai haben wir jetzt noch Zeit, bis wir die 1,5 Grad reißen. Also das ist alles Angst. Das sind alles so willkürliche Werte, die irgendjemand festgelegt hätte. Und man muss die Leute also permanent in Angst irgendwo halten. Ne? Das ist ein Science and Security Board übrigens, die Doomsday Clock. Ne? Die ist auch in den USA ganz prominent. Ne? Und die ist gegründet worden hier, dieses Doomsday Clock Projekt und so weiter. Gegründet worden, guck mal, von wem? Von Albert Einstein und der Universität von Chicago. Und natürlich alles Wissenschaftler. Ne? Als wenn Albert Einstein ein ernstzunehmender Wissenschaftler wäre. Das ist ein Plagiat, habe ich ja schon öfter gesagt. Aber ja, das ist eben dann so, dass die eben sagen, das ist ein Countdown bis Zero. Und das hat mit der Apokalypse zu tun, die dann komischerweise auf Mitternacht irgendwie endet.
Ja, eine Vorstellung der Apokalypse. Und man muss eben dann die Bedrohungen zu der Menschheit und dem Planeten, der hier gar nicht existiert, weil wir kein Planet sind. Ja, aber daran sieht man ja schon, dass das alles hier nur totale, ja, wenn man so will, totale Ablenkung ist. Ne? Da gibt es auch Sponsoren, inklusive 11 Nobelpreisträger und so weiter und so fort. Aber nochmal, Albert Einstein gegründet, dann weiß man schon Bescheid, wo die Geschichte läuft. Das hat alles mit Indoktrination zu tun und nichts, aber auch gar nichts mit seriöser Wissenschaft. Das ist alles Angst. Ja, und jetzt hatten wir hier, witzigerweise, ja genau die 2 Minuten bis Mitternacht von Iron Maiden. Wir wissen ja, dass also 23:58 auch 666 darstellt. Aha. Jetzt haben wir mittlerweile jetzt hier 86.300 Sekunden, die letzten Endes jetzt hier auf 17 enden. Und ich garantiere euch, irgendwann sind da wieder ein paar Sekunden weniger, dass es wieder auf 666 auskommt. Aber das ist jetzt wieder meine persönliche Einschätzung. Wie gesagt, es war ja mit Mitternacht irgendetwas. Ne? Jetzt, ich habe euch was mitgebracht. Wo ihr dann Angst habt vor dieser Mitternachtstunde, ne? Da gibt es jemanden, der hat keine Angst und der heißt Billy Idol. Also wir sollen ja keine Idole haben auf dieser Welt, aber Billy ist immer ein Idol gewesen für viele. Der hat nämlich gesagt hier mit einem Rebellenschrei, mehr, mehr, mehr. Der hat überhaupt keine Angst vor der Mitternacht. Denn anscheinend haben ja sogar die Wissenschaftler Angst vor der Mitternacht, denn es sind ja nur noch 100 Sekunden bis dahin, bis die Welt untergeht. Also in der Mitternachtsstunde geht anscheinend die Welt unter. Das ist eine sehr interessante Allegorie im Übrigen. Ne? Ja, sehr interessante Allegorie, ja. So, und die 23 Sekunden, das letzte Bild von dem Herrn David Powers, ist genau dieses Bild. Ne? Also da sehen wir ganz genau, also Dealey Plaza kommt noch nicht. Und das ist alles, was wir sehen. Und der David Powers hat gesagt, Mensch, also während dieser ganzen Zeit war Jackie, die war so tapfer. Hab ich mir auch gedacht, ja, die muss auch tapfer gewesen sein, wenn die so Zielscheibe gewesen ist von diesen ganzen Schüssen. Also es gibt ja Aussagen aus dieser ganzen Geschichte, das glaubt ihr nicht. Also der Fahrer der Limousine hat dann auch gesagt, also da wären Schüsse im Auto gewesen, da wären, also dass da keiner verletzt worden ist, außer dem Herrn Connolly, das ist ja echt ein Wunder. Der JFK, der ist ja damals auch bekannt gewesen durch seine ganzen Reden. Und die hat der Herr Sorensen ja geschrieben, wissen wir jetzt. Die Hintergründe der Ermordung sind nicht umstritten, denn die werden wir hier offenlegen. Und der Herr Robert Kennedy ist jetzt auch jetzt nicht besser oder so, nur weil er ein Kennedy ist. Die machen ja alle genau dieselbe Gruß für Satan. Also diese zwei Geschichten, diese zwei Hörnchen da, die nichts mit Peace oder mit Frieden zu tun haben. Das sind nämlich die Devil Horns, also die Teufelshörner. Genau dieselbe Geste, die Herr Watergate, Herr Churchill hier benutzt hat. Aus dem Buch Watergate, die verborgene Geschichte, kommt folgender Artikel. Die Bedenken von Robert Kennedy. Er sagt, 1965, der Geheimdienst hat eben dann Autopsiefotografen und Röntgenbilder und spezielle vitale oder lebendige Dokumente und biologisches Material und so weiter der Kennedy-Familie auf Anforderung von Robert F. Kennedy zur Verfügung gestellt. Er hatte eine ganze Menge physischen Beweise und so weiter, zum Beispiel JFK-Gehirn und Zellstrukturen und so weiter, jetzt hier Samples, also hier Auszüge und so weiter. Am 18. Februar natürlich, 1966 und so weiter, hat er den Bronzesarg, der eben JFKs Körper von Dallas nach Washington jetzt hier transportiert hat, aus dem Keller des Nationalen Archives geholt und dann eben geladen mit, beschwert mit Sandsäcken und so weiter und auch Löcher und so weiter da reingemacht und dann eben in den Atlantischen Ozean versenkt. Das wurde von CNN angeblich jetzt berichtet. Am 31. Oktober, Reformationstag 1966, der Tag nach den Anmerkungen von RFK über den Warren Report zu dem Herrn Schlesinger, der auch ein Berater des Präsidenten war, hat eben der RFK einen Rechtsanwalt bestellen lassen, oder einen Berater bestellen lassen, zum Kennedy-Anwesen, Herrn Jack Miller. Und eben dann also eine Autopsie und so weiter dann halt durchführen lassen wollen bei den National Archives. Er hatte ein paar sehr interessante Beweisstücke, zum Beispiel der Stahlcontainer, der anscheinend JFKs Gehirnfetzen und so weiter dann eben dann auch beinhaltet hat. Ja, missing from that tense, also vermisst von diesem Austausch, waren einige Autopsiebilder inklusive diejenigen mit dem offenen Brustkorb und auch einige, die andere Menschen in der Bethesda-Autopsie geschossen haben. Das ist jetzt nur die fiese Einleitung zu dem, worauf ich jetzt darauf hinaus will. Der Herr Präsident hat eine ganze Menge Berater gehabt. Hier guckt er gerade etwas an. Raumfahrmission, Mission kommt von Jesuiten. Mercury Redstone 3, der Herr Schlesinger, steht im Hintergrund. Also ihr seht, die Männer hinter dem Herrn Präsidenten, und ich meine jetzt nicht den Lyndon B. Johnson, die sind ja auch eine ganze Menge wichtig. Jetzt guckt mal an, was hier steht. Der Herr Kennedy, der war ja erstmal bei der Krönungs
Konferenz der Vereinten Nationen in San Francisco und hat sich dann später um einen Sitz im Repräsentantenhaus dann beworben. Wir erinnern uns, dass direkt schon 1946 ja, der Herr Powers dann schon angefangen hat, für ihn als speziellen Assistenten und so weiter dann halt dann schon zu arbeiten. Obwohl 1947 der Kennedy erst sein Mandat hatte. Also ihr seht, der war von Anfang an dabei. Gut, das hat mit viel Geld zu tun und so weiter. Kennedy wusste, dass ein unverheirateter Mann nicht zum Präsidenten gewählt werden würde. Dies war neben seiner Liebe zu Jack den Bouvier ein weiterer Grund für die Hochzeit. Also ihr seht, das sind Machtmenschen, ne? Das sind definitiv Machtmenschen. Im gleichen Jahr, 1956, erschien Kennedys Buch Zivilcourage, in dem er Situationen im Leben bekannter US-amerikanischer Politiker schildert, in denen sich diese zwischen Partei und Gewissen zu entscheiden hatten. Er bekam, wir reden jetzt hier von Kennedy, ne? Er bekam 1957 den Pulitzer-Preis. Jetzt geht's los. 2008 bekannte sich sein damaliger Mitarbeiter Ted Sorensen in seinen Memoiren zur Autorenschaft. Dieser Mensch wurde nach dem amerikanischen Präsidenten Theodore Roosevelt benannt und kommt aus einer dänisch-jüdisch-russischen Familie. Mhm. In der zweiten Hälfte der 1950er Jahre widmete sich der Herr Sorensen ausschließlich der Aufgabe, Kennedy als Präsidentschaftskandidaten aufzubauen. Er hatte eine russische Familiengeschichte, deswegen war er also prädestiniert, um mit den Sowjets zu kommunizieren. So stammte etwa die Rede zu Kennedys Amtsantritt 1961 und der berühmt gewordene Satz: Fragt nicht, was euer Land für euch tun kann, fragt, was ihr für euer Land tun kann, auch von dem Sörensen. Dann war er später noch für den Lyndon B. Johnson zuständig und so weiter, und dann musste er aber seinen Posten räumen. 1976 plötzlich nominiert ihn der neu gewählte amerikanische Präsident Jimmy Carter. Achtung! Jimmy Carter ist 33 Grad Hochgrad Freimaurer. Nominierte genau dieser Präsident, Jimmy Carter, der jetzt übrigens auch interessante Berater hatte, zum Beispiel den Herrn Brzezinski, der hier gerade ausgezeichnet wird. Übrigens, der Herr Brzezinski auch Berater gewesen ist für John F. Kennedy. Also nicht, dass ihr meint, der Herr Kennedy hätte nur nette Leute um sich herum gehabt. Der Herr Brzezinski, der die Bildung der Trilateralen Kommission mit der Stiftung David Rockefeller und so weiter da verbunden hat. Ne, David Rockefeller übernahm die Finanzierung. Ja, die waren alle mit zusammen mit den Leuten um Kennedy, und auch der Brzezinski hatte schon mit Kennedys Wahlkampfteam zu tun. Mhm. Denksportaufgabe. Das ist das Symbol der Trilateralen Kommission. Dieses Symbol besteht aus drei gleichen Symbolen. Immer wenn drei gleiche Symbole auftauchen, ist das ein Symbol für... Es ist so wie bei Walt Disney, also 666. 666. Ah, okay. Genau. Sag das mal den Sieben-Tags-Adventisten, die ja drei Streifen da in ihrer Flagge haben. Mhm. Ja. Mhm. So, beispielsweise habt ihr jetzt hier bei dem Symbol der Jesuiten, dass er angeblich Isis Horus Seth heißt, sich auf die angebliche Trinität bezieht. Also ich sage ja angeblich, da gibt es verschiedene Sachen zu. Ihr habt hier 36 verschiedene Sonnenstrahlen. Ihr habt hier gerade männliche, ihr habt gebogene weibliche, ihr habt 36. Wenn ihr 1 bis 36 zusammenzählt oder hintereinander zählt, aufaddiert, Stefanie, dann weißt du schon, was da rauskommt. 666. 666, genau. Und das sind alles die Leute, die hier hinter diesen ganzen Beraterfunktionen von Präsidenten stehen. Und diese Leute sind brandgefährlich. Der Herr Kissinger wird zitiert in einem Buch, The Seeds of Destruction, also die Saat der Zerstörung, die verborgene Agenda der genetischen Manipulation von einem Herrn William Engler, der natürlich total niedergeschrieben wird als Verschwörungstheoretiker. Er sagt, wenn du das Öl kontrollierst, kontrollierst du Nationen. Wenn du die Nahrung kontrollierst, dann kontrollierst du die Menschen. Auf Seite 42 habe ich mir heute durchgelesen. Das stimmt, das steht da drin. Ob das jetzt ein originales Zitat ist, das steht auf einem anderen Blatt. Aber das sind ganz gefährliche Menschen, ob die Brzezinski heißen oder Kissinger heißen. Das sind ganz gefährliche Menschen. Und jetzt guck doch mal, dieser total unspektakuläre Redenschreiber, der Herr Sorensen, ja, der wird jetzt plötzlich nominiert im Dezember 1976, 13 Jahre nach Kennedy, von dem Herrn Jimmy Carter als Direktor des amerikanischen Geheimdienstes CIA. Ach du liebe Güte, dachte ich mir, als Redenschreiber? Da wirst du doch nicht nominiert als Direktor des Geheimdienstes. Hallo? Da steckt doch noch was ganz anderes hinter. Aber die Opposition fand heraus, dass dieser Redenschreiber Sorensen, kurz bevor er als Soldat in den Zweiten Weltkrieg hätte entsendet werden sollen, ein Dokument unterzeichnet hatte, wonach er sich weigerte, als Soldat zu kämpfen. Als potenzieller Direktor der CIA war Sorensen damit untragbar. Was uns letzten Endes dann zeigt, dass die CIA was ist?
eine militärische Operation. Ein weiterer Grund war, dass Sorensen geholfen hatte, Senator Edward Kennedy nach dessen Verkehrsunfall bei Chappaquiddick zu decken, bei dem Kennedys Sekretärin ums Leben gekommen war. Oh, da war doch was. Ted Kennedy flüchtet, eine Frau stirbt, als ein Auto in einen Fluss oder einen Bach dann stürzt. Ne? Da habe ich mir dann darunter als kleine Gedächtnisstütze, Eselsbrücke habe ich mir drauf geschrieben, um eben das Offensichtliche zu unterdrücken in der Reihenfolge von John und Robert Kennedy, die damals schon beide umgebracht worden sind. Ist dann der Herr Kennedy, Ted Kennedy, hat dann einen schweren Verkehrsunfall gehabt, drücken wir es mal so aus, ne? Wo eine Frau gestorben ist. Mhm. Ihr denkt, das ist jetzt alles Zufall, ne? Der Edward Kennedy hatte ein Ferienhaus auf der Insel Chappaquiddick gemietet, um eine Wiedersehensfeier ehemaliger Mitarbeiter, Mitarbeiterin seines Bruders Robert zu veranstalten. Von hier aus starteten er und Mary Jo Kopechne um 23.15 Uhr. Stefanie. Kennen wir schon. Ja. Und? 11. Ja, gut. Und dann noch am 18. Juni, Juli, Jörg. Nö, ich stehe nicht hinter dem Schneiden. Ich halte meinen Mund. Okay. So, und jetzt guckt mal hier, 18. Juli 1969, ne? Jetzt guckt mal hier Folgendes. Das John F. Kennedy Space Center, der Weltraumbahnhof, ne? Verstehe ich nur Bahnhof, der Weltraumbahnhof, als wenn da Züge fahren würden. Ja? 18. Juli 1969 war dieses missgeschickt, okay? So. Und dieses Cape Canaveral und so weiter, diese ganze Launching, diese Vision, die jetzt hier der damalige Direktor des Kennedy Space Centers geschrieben hat, Launching a Vision, also Vision heißt etwas Übernatürliches, eine Vorstellungskraft oder etwas Übernatürliches, was später erst in der Politik dann eben aufgescheint ist, 1926, genau die Mondlandung ist genau dazwischen gewesen. 18. Juli ist dieses Unglück gewesen, am 16. Juli sind die gestartet, am 20. Juli sind die angeblich gelandet, am 18. Juli, da wo die ganze Nation alle anderen Sorgen hatte, die nicht in Teiche, in Flüsse und in Autos geguckt hat, sondern die waren alle nach oben geguckt und wollten alle den Mann im Mond sehen. Ja, genau da ist dieses Unglück passiert. Um 23.15 Uhr, sprich 11, am 18. sprich 666. Ja, das ist natürlich alles wieder nur ein großer Zufall. Ne? Stefanie, Seriennummer? 11. 11, genau. Besatzung 3. Ja. Genau. So, Zeit auf dem Mond. Ja. 666. Ich habe da noch gar nichts gesagt. So, guck mal, 21 mal 60, so, das sind 1260, jetzt kann ich mal ruhig, 21 mal 60, ja, doch 1260 plus 36, gleich, 1296, und? Das ist die Zeit auf dem Mond in Minuten. 18. Ja. Geht schon wieder. Geht immer so weiter jetzt. Immer. Ja? Aber wie gesagt, ich habe jetzt hier was reinkopiert heute, ne? Dieser mentale Lockdown funktioniert nur, wenn man das logische Denken sein lässt, ne? Ansonsten sieht man das alles. Oder rechnet man das alles. Man muss ja keine Intelligenz dafür haben, man muss nur einen Taschenrechner dafür haben. Ist ja wirklich einfach, oder? Guck mal, und wenn der Mann auf dem Mond gewesen ist, ja, dann war der erst recht da. Ja, das sind nämlich beide Schauspieler. Und ich glaube, dass der untere besser ist. Das ist jetzt hier die Rede. Wir gehen zum Mond, die der Herr Sorensen geschrieben hat, der dann später bei der CIA einen Job kriegen sollte. Wir gehen zum Mond. Dann hat er darauf gesagt, der Herr Kennedy. Und wir könnten uns auch fragen, warum wir auf den höchsten Berg steigen. Und ja, was ist denn Berg für eine Allegorie? Das weiß ja wohl jeder, oder? Der die Bibel liest. Sagt er den höchsten Berg, also da, wo Gott ist. Mhm. Ja. So, und er hat gesagt jetzt hier in dieser Rede, was ich jetzt letztens gefunden habe, was sehr interessant ist, er hat gesagt jetzt hier, wenn ich meine lieben Mitbürger sagen würde, dass wir zum Neutemann zum Mond schicken werden, 240.000 Meilen weg von der Kontrollstation in Houston, eine riesige Rakete mehr als 300 Fuß hoch, die Länge dieses Fußballfeldes, hergestellt aus neuen Metalllegierungen, von denen einige noch nicht erfunden wurden, das hat er dann gesagt, fähig Hitze und Belastungen zu widerstehen, die ein Vielfaches dessen ist, was jemals erlebt wurde, mit einer Präzision zusammengestellt, die besser ist als die feinste Uhr, weiß dieser Mann überhaupt nicht, wovon er redet, ne? Ja, ja.
Ja. In die Atmosphäre einzutreten, eine Hitze zu erzeugen, die etwa so heiß ist wie die der Sonne, fast so heiß wie heute, das ist natürlich ein Sperrzieher. Aber capable of standing heat and stress several times more than ever been und so weiter und so fort. Ne? Und deswegen hat man die Leute natürlich dann noch in Stoffanzüge gepackt, ne? Herr Kennedy. Und alle Leute, die glauben, aber nicht wissen. Weil wenn Sie mich mit Wissenschaft, mit richtiger Wissenschaft beschäftigen würden, dann würden Sie mich feststellen, dass es im Sonnenlicht auf dem Mond 130 Grad, also 13 natürlich, ne, heiß werden kann. Und dann weiß ich nicht, wie dieser Apparat sich da jetzt verhält bei 130 Grad. Ne? Wird den Leuten doch mächtig warm werden, glaube ich, oder? Seht ihr da irgendwelche Druckluft? Nee, seht ihr nicht, ne? Das ist alles, das ist so albern. Das ist so albern. Das Universum ist angeblich bis minus 270 Grad kalt. Ja, aber diese ganzen Temperaturen, Entschuldigung, es ist doch auch alles nur Hörensagen. Ja, um den Punkt geht's. Auf dem Mond kann man die Temperatur nicht messen, was soll der Blödsinn? Ja, um den Punkt geht es ja gar nicht. Es geht ja um den Punkt, dass man sie anhand ihrer eigenen Wissenschaft ja widerlegen kann. Naja, ich meine, das ist diese ganze Zahlenspielerei. Im Sonnenlicht kann es bis zu knapp 130 Grad Celsius werden. Wenn man da kein Thermometer hinstellen kann, dann kann man das doch gar nicht wissen. Das ist doch alles nur Spekulation und Blödsinn. Das ist eben das, wonach du deren Wissenschaft als zerlegen kannst. Ja? Es funktioniert einfach nicht. Es funktioniert mit ihren eigenen Methoden, mit ihren eigenen Aussagen kannst du sie widerlegen. Das ist das Thema. Die Thermometer dabei, als sie auf den Mond geflogen sind, um das zu messen. Nein, du verstehst den Punkt nicht. Der Punkt ist letzten Endes, dass diese Menschen halt Behauptungen aufstellen, die sie selber nicht beweisen können. Und der Punkt ist, sage ich ja. Ja, genau. Und der Punkt ist letzten Endes, dass diese Materialien, die sie haben, eben genau nicht dem entsprechen, was der Kennedy dann versprochen hat. Ne? Irgendwelche neuen Beschichtungen und so weiter, die noch gar nicht erfunden worden sind. Ja. Und vor allen Dingen, wenn ein Präsident sich dazu hingibt zu sprechen, dass wir das und das machen werden und dazu gebrauchen wir Material, das noch gar nicht erfunden wurde, genau. Ist die Rede unglaublich glaubwürdig. Nur das meine ich ja damit, ne? Zuletzt war der Herr Sohnsohn übrigens als Politikberater tätig und beriet sowohl den südafrikanischen Präsidenten und Kreuzritter Nelson Mandela als auch Ägypten-Staatschef Anwar al-Sadat, der natürlich auch ein Knight Grand Cross und so weiter hat, also alles Kreuzritter sind, ne? Ja, und später hat dann eben der Jimmy Carter versucht, den Herrn Redenschreiber Sohnsohn als Direktor des Geheimdienstes dann zu verpflichten, aber der war halt... Wurde der nicht auch ermordet, der Anwar al-Sadat? Meine ich doch, dass ich mich das erinnere irgendwie, ne? Das Anwar al-Sadat. Ermordet. Ermordung steht dann. 6.10. genau. So, und der Senator, nein, der Herr Sohnsohn hat ja eben geholfen, den Bruder von Kennedy, den Edward Kennedy, dann eben zu decken. Ja, und deswegen sprechen viele Menschen auch hier von einem Mordfall, die Mary Jo Kopechne, die übrigens für den Robert Kennedy gearbeitet hat. Ne? Der Herr Kennedy, und jetzt geht's also 23.15 Uhr, haben wir eben schon geklärt, der Herr Kennedy hat nämlich gesagt später, ich war mit der Straße nicht vertraut und er hätte keine Erinnerung daran, wie er rausgekommen ist. Ne? Und dann stand, den Unfall zu melden, ist er dann einfach zur Party zurückgegangen. Ne? So klar. Das muss man sich mal vorstellen. Das Problem ist dann halt einfach nur, dass der dann angeblich auch noch zurückgeschwommen ist und am nächsten Tag hat er erst den Unfall gemeldet. Aber da ja die ganze Nation in dem ganzen Fieber der ganzen Mondlandung gewesen ist, haben sie dann ihm irgendwie verziehen. Anscheinend, weil der Kennedy heißt. Die dürfen anscheinend irgendwie alles. Weiß ich nicht. Bei der Untersuchung äußerte der Richter James Boyle Zweifel an Kennedys Aussage. Er wies darauf hin, dass Kennedy, da er Chappaqui-Dick Island gut kannte, wobei er gesagt hat, ich war mit der Straße nicht vertraut, nicht verstehen konnte, wie er es geschafft hatte, aus Versehen die Dyke Road hinunterzufahren, obwohl er dann in die Dyke Road reingefahren ist. Zum Beispiel war Kennedy am Tag des Unfalls zweimal auf die Dyke Road gefahren, um zum Schwimmen an den Strand zu gehen. Also die lügen alle. Sie konnten noch nicht herausfinden, wie Kennedy aus dem Auto entkam. Als es aus dem Wasser geborgen wurde, waren alle Türen verschlossen. Ja, ich hätte eine ganz andere Idee, dass er nämlich gar nicht in dem Auto drin war. Man kommt aus einem Auto, das in einen See sinkt, nicht lebend raus. Also wenn dann überhaupt nach meiner Einschätzung nur in den ersten Sekunden, wo das Auto noch nicht komplett vorgelaufen ist. Sobald das Auto unter Wasser ist, kommst du dann nicht raus. Ja, aber sobald dieses komplette Auto vollgelaufen ist, geht gar nichts mehr. Ne, gar nichts mehr. Genau. Nee. So, also von daher kann er auch nicht raus. Als er aus dem Wasser geborgen wurde, waren alle Türen verschlossen. Ne? Der Typ war 6 Fuß 2 Zoll groß und der war einen ganzen Fuß größer als die Frau, also über 3 Zentimeter größer als die Frau. Er schafft das und sie schafft das nicht, ist klar. Ne? Und Kennedy konnte also eben Fragen nicht beantworten. Ne?
Und ich sag mal so, ich vermute mal, der ist also massiv unter Druck gesetzt worden, weil nachdem der Herr Kennedy John umgebracht worden ist und der Robert Kennedy umgebracht worden ist, gab es sicherlich Menschen, die ihn nicht in der Rolle eines Präsidentenkandidaten sehen wollten. Ne? So ist das eben. Deswegen hat das alles mit Symbolik zu tun. Ja. Und KISS steht jetzt hier nur deswegen, weil, wie gesagt, auch mit 666 reden sich daraus, das sind also jetzt hier Mudras und so weiter und so fort. Das hat natürlich alles ziemlich verschiedene Bedeutungen, aber wenn ein Freimaurer dieses Symbol macht, dann hat das nichts mit einem Mudra zu tun. Definitiv nicht. Denn der Herr Aldrin, der hat nämlich ganz große Herangehensweise, der sagt nämlich jetzt hier, du sollst deinen Hintern bewegen zu Mars. Mars ist übrigens der römische Gott des Krieges, zu Deutsch, er erklärt euch den Krieg. Und wo macht er das? Genau hier, nämlich in Stonehenge, der ein Tempel der Sonne ist. Ne? Sonne hat etwas zu tun mit Apollo, ist der Gott des Lichtes. Hat natürlich alles damit zu tun. Übrigens ein heidnischer Tempel hier. Und der könnte davon ausgehen, dass hier auch nicht nur Riten stattgefunden haben, sondern auch Opfer. Aber das ist ihm egal, weil er ja sowieso beschützt ist, weil er gehört zu den Initiierten. Der ist 33 Grad Freimaurer, nach der größten Lüge, die er der Menschheit erzählt hat. Da bleibe ich zu. Der ist ein Lügner, definitiv. Und ich weiß nicht, ob er mich dann auch dafür niederschlagen würde, egal. Aber das sind eben alles Lügner, weil in dieser Welt inzwischen überall der Satanismus massiv auf dem Vordergrund und auf dem Vormarsch ist. Und das finden die Leute eben alle ganz toll, die ganzen Symbole zu flashen und so weiter und so fort. Weil dadurch kriegen die natürlich die Unterstützung der dunklen Seite. Das ist gar keine Frage. Ja? Und ich glaube, so eine Anzeige, wie sie Volkswagen damals gemacht hat, nach diesem Unglücksfall oder Mord an der Mary Jo Kopechne, würden die sich heutzutage auch nicht mehr trauen. Die haben nämlich gesagt, wenn Ted Kennedy einen Volkswagen gefahren hätte, wäre der heutzutage Präsident. Das Ding, das treibt. Ja? Das ist wie ein Boot. Der Beetle. Ja? Armer Teddy. Wenn er schlau genug gewesen wäre, einen Volkswagen zu kaufen und so weiter, ne, dann wäre er niemals und so weiter in dieses Fahrwasser gekommen. Ne? Dann wäre er heutzutage Präsident. Und ich denke, das ist genau der Grund, warum dieses Auto von dem Herrn Kennedy mit dieser Frau dann da runtergepurzelt ist und diese Frau ermordet worden ist, damit er eben nicht Präsident wurde. Was sagt uns ja hier Volkswagen quasi schon durch die Blume? Das ist mal ein Fund, ne? Naja. Und deswegen könnt ihr euch die ganze Geschichte, die hier so in Büchern steht, könnt ihr euch jetzt komplett sparen. Denn nochmal, der Kennedy, John F. Kennedy hat den Pulitzer-Preis bekommen für ein Buch, was er gar nicht geschrieben hat. Ja? Das ist das Buch, wo er dann so ne, drüber steht und fast und betet und so weiter, in Deutsch und in Englisch. Und das hat eben der Herr Sorensen geschrieben. Das hat nicht der Herr Kennedy geschrieben. Also der Herr Kennedy ist ja auch nicht ehrlich. Der hat den Preis nicht in Empfang genommen. Der wollte Präsident werden oder musste Präsident werden, ne? Ja, das ist, hat alles damit zu tun. Ich meine, er hat sich schon einigermaßen gut geschlagen in seiner Politik damals, aber dennoch sind das alles Lügner. Das sind halt alles Leute, die halt in der Öffentlichkeit entsprechend nicht stehen müssen. Ne? Und Adlai Stevenson beispielsweise war der Vertreter der Vereinigten Staaten. Der war halt auch in einer Mission unterwegs sozusagen jetzt hier. Der war Botschafter gewesen, Adlai Stevenson. Und deswegen hat der Jack Ruby gesagt, Mensch, also wenn der Botschafter dann Vizepräsident gewesen wäre und nicht der Johnson und so weiter, dann hätte es nie einen Anschlag auf den Kennedy gegeben. Ja, hätte, wenn er könnte. Ne? Das können wir heutzutage leider nicht beweisen. Ne? Aber das ist aus dem Buch hier, und das ist sehr interessant, JFK Conservative von Ira Stoll. Jetzt gucken wir mal, was da drin steht. Kennedys eigene Aufpasser haben versagt. 9 seiner Secret Service Menschen waren dann trunken nach Mitternacht, na, schon Mitternacht drin, und einer sogar bis 5 Uhr an diesem Morgen. Also zu Deutsch, Kennedys eigene Wächter ließen ihn im Stich. Das ist genau die Situation, die da stattgefunden hat am 22. November 1963. Und der absolute Aufhänger der ganzen Geschichte, der kommt jetzt. Denn ihr habt jetzt hier in der Mitte der Dealey Plaza, da wo dieses X ist, fast auf dieser Höhe hier, habt ihr hier eine Inschrift. Diese Inschrift ist die Rede oder Inhalt der Rede, die John F. Kennedy gehalten hätte, wenn er den Anschlag überlebt hätte. We in this country, in this generation, und so weiter und so fort. John Fitzgerald Kennedy, ein Auszug aus der Rede, die Präsident Kennedy halten sollte, in der Dallas Trade Mart am November 22, 1963. Das ist die Rede. Wir in diesem Land, in dieser Generation sind, eher durch Schicksal als durch Wahl, die Wächter an den Mauern der Weltfreiheit. Deshalb bitten wir darum, dass wir unserer Macht und Verantwortung würdig sind, dass wir unserer Kraft mit Weisheit und Zurückhaltung ausüben und dass wir in unserer Zeit und für alle Zeiten die uralte Vision des Friedens auf Erden und des guten Willens unter den Menschen verwirklichen können.
Das muss immer unser Ziel sein und die Rechtschaffenheit unserer Sache muss immer die Grundlage unserer Kraft sein. Denn wie vor langer Zeit geschrieben wurde, wenn der Herr die Stadt nicht bewahrt, wacht der Wächter vergebens. Das ist die ganz große Alarmsirene. Die Rede, die Kennedy gehalten hätte, beinhaltet den Psalm 127 von Solomon. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. Da steht hier genau drunter, das könnt ihr hier lesen. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. In der Rede, die Kennedy gehalten hätte, hätte er einen Psalm 127 benutzt von Solomon. Und es geht sich hier um ein Ritual, um einen rituellen Mord, in der Dedi Plaza, die ein Freimaurertempel ist, die Ermordung von Hiram Abiff, den Chefarchitekten von Solomon. Und ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass das ein Zufall ist. Ist auch kein Zufall, dass in diesem Stundenvideo von den King James Bibel Gesängen, wo wir ja zum Schluss dieses vom Psalm 85 einspielen werden, auch ein Lied drin ist, wo eben dieser Psalm gesungen wird. Except the Lord build the house, they build in vain, they labor in vain that build it. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und spät aufbleibt und sauer erworbenes Brot esst. Solches gibt er seinem Geliebten im Schlaf. Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn, die Leibesfrucht ist eine Belohnung. Wie Pfeile in der Hand eines Helden, so sind die Söhne der Jugend. Wohl dem Mann, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat. Sie werden nicht zu Schanden, wenn sie mit den Widersachern reden im Tor. Es geht sich hier um eine rituelle Ermordung des Chefarchitekten des Salomonischen Tempels. Und derjenige, der die Rede geschrieben hat für ihn, in den Trademark, konnte ich zum Verrecken nicht herausbringen. Normalerweise müsste es Theodore Sorensen gewesen sein, der ganz, ganz, ganz viele Reden geschrieben hat. Ich habe mir ganz viele Artikel angeguckt, es gibt keinen hundertprozentigen Hinweis, dass er das ist. Ne? President's Kennedy Speech may be found on the internet site und so weiter, library under remarks und so weiter und so weiter. His frequent speeches against the radical right, summarized und Schlesinger und so weiter und so fort. Ihr könnt hier reingehen, wie ihr wollt. Der Hauptredenschreiber ist immer Ted Sorensen gewesen. Und komischerweise ist genau dieser Ted Sorensen derjenige Mensch, der von dem 33 Grad Hochfreimaurer Jimmy Carter vorgeschlagen wurde als Chef des Auslandsgeheimdienstes der Vereinigten Staaten CIA. Ich glaube nicht, dass das der normale Inhalt ist einer John F. Kennedy-Dokumentation. Aber dafür sind wir ja auch nicht hier. Wir sind hier bibeltreue Kanäle. Und wenn dann so ein Highlight kommt von einem salomonischen Psalm, der auch noch ganz frech auf der Dedi Plaza ausgestellt ist, natürlich nicht mit dem Unterschrift salomonischer Psalm und so, ne? Aber dann wirklich dann für die wirklichen Menschen, die da draußen laufen, 99,9% an diesem Schild vorbei. Der Sorensen, dann kann man ja eigentlich mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass er wahrscheinlich, also Jesuiten geschult sowieso, ich weiß nicht, ob du ihn nachgeguckt hast, aber wahrscheinlich sogar ein Malteserritter oder sowas war. Weil sonst kriegt man ja diesen Posten der CIA überhaupt nicht vorgeschlagen. Ja. Und wenn er ein Malteserritter war, dann ist natürlich interessant, dass er eben, das war ja das erste Mal, dass du ihn erwähnt hattest, da rauskam als der eigentliche Autor dieses Buches, der, was war es, Memoiren von, ich krieg's jetzt eben nicht mehr zusammen, was das war. Von John F. Kennedy jetzt, ja. Ja, von nicht, John F. Kennedy, ja. Ne? Dass er eigentlich der Autor war. Ja. Weißt du, woran mich das erinnert? Nee. Mein Kampf. Ja. Adolf Hitler. Ja, ja, genau, genau. Geschrieben von? Ja, ja, Werner Stempfle. Jesuitenvater Stempfle. Ja. Ne? Jesuit, Malteserritter, dahinter schreibt das Buch, die Reden,
Es gibt nichts die Neues. Die haben den aufgebaut, den Kennedy. Es ist immer dasselbe System. Die es haben den aufgebaut, Prinzip. Natürlich. Der David Powers, der Kenneth O'Donnell und der Sorensen, das waren drei der Hauptakteure, die den aufgebaut haben. Die haben den schon direkt unter die Fittich genommen, bevor der überhaupt 1947 im Kongress saß. Der Punkt ist, es ist immer dasselbe Prinzip. Ja, klar. Wir haben es im Dritten Reich gesehen, wir sehen es mit Kennedy. Und ich glaube, wenn man sich viele andere Dinge in der Welt anschauen würde, würde man dasselbe Prinzip eben auch immer wieder erkennen. Natürlich, natürlich. Das ist, glaube ich, eine Lektion, Michael, die unsere Zuschauer für heute behalten sollten dabei. Deswegen bin ich jetzt gar nicht in Richard Goodwin reingegangen. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Ja, aber du musst es halt einfach auch beweisen können, weißt du? Und du kannst den Richard Goodwin jetzt auch verdächtigen, du kannst einige Leute verdächtigen. Für mich ist die Hauptinitialgeschichte, dass der 33 Grad Hochgrad Freimaurer Jimmy Carter den Sorensen als Chef des CIA vorgeschlagen hast. Und wenn du weißt, welche Menschen noch Chef des CIA gewesen sind, die auch in Dallas gewesen sind bei der Morgan, und zum Beispiel George Herbert Walker Bush. Genau. Dann weißt du, dass du den... Soll ich dir erstmal einen wirklichen Zufall erzählen? Ich bin aufgewachsen im Sörensen-Weg. Mhm. Echt wahr? Ja. Das mal eben dazu. Ja, du, krieg ich noch du findest, du findest zwei jesuitische Priester... 66 und Sörensen. Ach je. Ja. Nein, du findest also erstmal jetzt nicht jetzt die Verbindung von Jesuiten zu dem Sörensen, aber die brauchst du auch gar nicht, um zu wissen, weißt du, du wirst nicht Chef der CIA oder dafür vorgeschlagen, wenn du nicht halt gewisse Kriterien erfüllst. Und deswegen ist doch ganz klar, ich meine, auch jetzt hier die Fitzgerald-Bibel war eine Dewey-Reims-Bibel, also Jesuiten-Bibel. Also selbst da hast du es dann schon, ne? Und auch in der Freimaurerei hast du jetzt hier eben diese König-Solomon-Lodge. Ne? Also klar, der Solomon ist natürlich überall beliebt und begehrt, weil man mit dem natürlich ganz viel Schindluder treiben kann in der Freimaurerei. Ne? Und du hast auch im Vers Ezekiel 33, hast du eben auch mit Wächtern zu tun, wenn du das mal eben jetzt hier vorlegen, lesen wollen würdest. Wenn aber der Wächter das Schwert kommen sieht und nicht ins Schubhaarhorn bläst und das Volk nicht gewarnt wird, und das Schwert kommt und einen von ihnen wegrafft, so wird derjenige zwar um seiner Sünde willen weggerafft, aber sein Blut werde ich von der Hand des Wächters fordern. Und an dem Zeitpunkt der Ermordung von Kennedy haben die Wächter den Kennedy nicht beschützt. Definitiv nicht. Das wäre die Aufgabe des Secret Service gewesen und alle haben ihn ins offene Verderben laufen lassen. Das ist so. Der hat, ich sag nochmal, es fällt mir schwer, das zu sagen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Herr Kennedy in seiner Parade auf der Elm Street einen Freund hatte. Keinen. Ich traue keinem zu, dass der loyal zu Kennedy gewesen ist. Wenn ich mir die Zeugenaussage der ganzen Menschen angucke und wenn ich mir angucke, dass sein Redenschreiber ihm ausgerechnet so einem Psalm von Wächtern auf den Leib geschrieben hat für die Rede, die er nie halten konnte. Die übrigens heutzutage digital gemacht wird mit Wortfetzen, sodass es so klingt, als wenn er sie gehalten hätte. Ne? Das ist genau dieselbe Geschichte wie mit Deepfakes. Ne? Die ganzen Wächter hier, ne? Von Genesis. Ne? Jeder versteht unter Wächter etwas anderes. Ne? Ja, ja. Daniel haben wir auch heilige Wächter und so weiter und so fort. Buch der Wächter, da gibt es auch ganz, ganz fiese Apokryphen, die uns dann auch versuchen, irgendwo ins Unglück laufen zu lassen. Ja. Und das sind eben genau diese ganzen Sachen, die da jetzt hätten gelaufen, stattgefunden hätten und so weiter und so fort, wenn der Kennedy die Rede da gehalten hat. Aber diese Rede konnte er nicht halten, weil seine Wächter eben nicht funktioniert haben. Und das mache ich halt Stopp hier, ne? Gar keine Frage. Aber wie gesagt, das wäre die Rede gewesen, die der Kennedy gehalten hätte. Und das sind Sachen, das sind Dinge wie mit dem Sorensen, CIA und Redenschreiber und Solomon und so weiter und alles noch ausgestellt in der Dealey Plaza heutzutage, ja, die also in keiner Kennedy-Dokumentation, die mir irgendwie bekannt wäre, da jetzt so rauskommen. Und deswegen gilt nach wie vor die Geschichte, dass es alles eine Sendung war über massive Zufälle. Und wenn ihr da an solche glaubt, dann müsst ihr da weiter dran glauben. Vielleicht könnt ihr dann besser schlafen. Ansonsten hält letzten Endes dieses Sprichwort immer noch seine Gültigkeit. Haltet du sie dumm und ich halte sie arm. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich gebe das Wort ab an Stefanie und vor allen Dingen an den Jörg auch.
Ja, dann werde ich mal das erste Schlusswort ergreifen, dann kann Stefanie dieses Video abschließen. Also abgesehen von diesen Zahlenspielen, die ja immer wieder kommen, kann ich einfach nur feststellen, du hast es auch während des Videos gesagt, nur mit Angst kann man Leute kontrollieren, Doomsday Clock oder Weltzähler, Dinge da, die die Weltzeit zu Ende zählt oder bis zu bestimmten Datum, um die Leute in Angst und Schrecken zu versetzen. Und jetzt dieser ganze Quatsch von uns geht der Sauerstoff aus, uns geht die Luft aus, uns geht dies aus, uns geht das aus. Das ist alles nur eine Politik, mit der sie ganz deutlich machen, dass sie Gott verneinen. Dass sie Gott als Lügner hinstellen, der nicht in der Lage ist, eine Erde zu schaffen und Menschen und Tiere und alles drum und dran da drauf und da drin und da drum, und das auch am Leben halten zu können. Sie stellen Gott als dumm dar, sie stellen Gott als nicht existent dar und sie stellen im Grunde Satan, den sie dann als Gott als Alternative vorstellen, als den großen Heiler dar. Ne? Und das ist ja auch genau das, was der Satan eben will. Das ist ja genau das, mit dem er bereits im Garten Eden Eva verführt hat. Ja, hat Gott wirklich gesagt. Gott ist doch gemein. Gott sagt dir doch nicht alles. Wenn du von der Frucht isst, dann wirst du gut und böse erkennen. Dann wirst du gut und böse unterscheiden können. Aber Gott will das für sich behalten. Und das kommt alles in diesen Sendungen immer, immer, immer wieder. Das ist im Grunde die Quintessenz dieser ganzen Sache. Die Menschen von Gott weglocken und zu dem Teufel locken. Ich erinnere mich nur noch mal gerade eben an das Bild, was du eingeblendet hast während dieser Sendung mit diesen Fernsehserien, diese erfolgreichsten Fernsehserien, die im Augenblick laufen. An erster Stelle Lucifer. Das Ja. sagt doch schon genug. Ja. Das ist die Geistesgesinnung der Menschheit heute. Ist traurig, aber so ist es. Und für uns Christen gibt es nur einen Weg daraus. A, der Weg ist Jesus Christus. Und B ist scheide dich von der Welt. Denn wie die Bibel sagt, was hat denn das, wie können zwei zusammengehen, außer dass sie übereinstimmen? Ich kann mit dieser Welt nicht übereinstimmen, wenn ich sehe, was da läuft. Und du hast es heute nochmal deutlich gemacht in dieser Sendung, was hier schon seit Jahren, seit Jahrzehnten, im Grunde seit Jahrhunderten läuft, aber was sich halt kulminiert in dieser Ermordung von dem Kennedy. Und wenn ich nicht zu dem Schluss komme, mich von der Welt fernzuhalten und den Weg von Jesus Christus zu suchen, dann bin ich genauso verloren, wie der Teufel es wollte. Und dann hat er gewonnen. Ich aber weiß, dass am Ende Jesus Christus siegt. Und ich möchte auf der Seite der Sieger stehen. Nicht, weil ich gerne siege, aber weil ich gerne lebe. Weil ich gerne mal das wirkliche Leben kennenlernen möchte. Und das hab ich bis jetzt noch nicht kennengelernt. Das gibt es mir hier auf dieser Welt nicht. Da werde ich demnächst eine kleine Sendung zu machen, eine Lesung aus einem kleinen Buch von den Mistzellen, das mir der Gerald geschickt hat, Kapitel 4. Da werden euch die Mundklappen runterfallen. Wenn ihr das hört, dann werdet ihr sagen, von da hat der Autor aber recht. Und einer hat immer recht. Das ist Gott mit seinem Wort, die Bibel. Und deswegen schließe ich mit den Worten, lest eure Bibel bis zum nächsten Mal. Macht euch damit vertraut, dann habt ihr auch ein viel besseres Verständnis für diese ganzen wundervollen Serien, die Michael hier mit der Hilfe von Stefanie und ihrem Freund Sebastian, wenn ich mich richtig erinnere, Ja. und mir hier zusammenstellt. Jetzt halte ich meinen Mund. Maranatha. Ja, das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort, Jörg. Was die Serie Lucifer anbelangt, ich habe mir die mit meiner Tochter ein bisschen angeguckt. Sie wollte die gerne sehen. Ich fand sie albern, ehrlich gesagt, aber der Schauspieler, ich weiß nicht, wie der heißt, sieht natürlich unglaublich charmant aus und das ist natürlich das, worauf es ankommt. Das spricht natürlich viele Frauen an. Er sieht gut aus und er ist auch von seiner Art her ganz lässig. Natürlich ist er nicht in echt so, aber das ist eben das, was die Leute anspricht und meine Tochter war auch ganz begeistert von ihm. Man sieht halt einfach, worauf das hinausläuft und mit welchen Methoden man auch die Leute einfach für sich gewinnen kann. Was die ganzen Zahnspiele anbelangt, ich denke am Anfang immer so, okay, das ist 11 und das ist 18 und da kommt wieder dies raus. Aber nach einer Weile ist es unglaublich schwierig für mich, weil es doch immer wieder dasselbe ist und immer wieder. Und es ist immer noch sehr schwer für mich zu verstehen, dass es immer wieder auf die gleichen Dinge hinausläuft, dass es echt immer und immer wieder dasselbe ist, wie du sagst, Jörg. Es ist in jedem System und immer in allem, was auf der Welt passiert, immer das gleiche Verfahren und es hängen immer die gleichen Leute zusammen, die immer das Gleiche tun.
Es ist furchtbar. Und das alles zu durchblicken, ist natürlich der Sinn dieser Serie. Und ich bin froh, dass ich hier dabei sein kann und das alles lernen darf. Was jetzt speziell den Fall Kennedy hier anbelangt, fand ich es ganz schlimm, wie du gesagt hast, Michael, er hatte keine Freunde. Ich fand es grausam, diese Aussage, wie er einfach vollkommen allein in seinen Tod gelaufen ist und ich denke mal, gut gelaunt war an dem Tag. Unglücklich sah er ja nicht unbedingt aus und wie das alles so abgekatert war. Das aufzudecken in diesem Ausmaß ist unglaublich wichtig, um den Menschen aufzuzeigen, in was für einer Welt sie eigentlich leben. Und der Rat, den ihr immer wieder gebt, lest eure Bibel, ist auch der, den ich nur auch weitergeben kann, dem ich mich auch nur anschließen kann. Und damit würde ich dann auch enden. Been favorable unto thy land. Thou hast brought back the captivity of Jacob. Thou hast forgiven the iniquity of thy people. Thou hast covered all their sin. Thou hast taken away all thy wrath. Thou hast turned thyself from the fierceness of thine anger. Thou hast forgiven the iniquity of thy people. Thou hast come. Speak peace unto his people and
to his saints, but let them not turn again to folly. Surely his salvation is nigh them that fear him, that glory may dwell in our land. Mercy and truth and peace have kissed each other. Truth shall spring out of the earth, and righteousness shall look down. And grant us thy salvation.